Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insat Moin. Ich bin der Micha und heute sitze ich hier mit meinem großen, wunderbaren Kollegen, Rennsport-Enthusiasten und vor allen Dingen auch Dreamcast-Fan, den guten Michi. Guten Morgen. Guten Morgen, Mensch. Für die Dreamcast tue ich alles. Und da setzen wir uns hier auch noch kurz vor Mitternacht zusammen, haben die ganze Hardware zusammengesucht aus den Regalen und geben euch einen schönen Überblick im Cast über die Dreamcast. Ich sag ja die Dreamcast, das ist mir immer sehr wichtig. Mhm. Aber da können wir vielleicht auch noch drüber reden, was der korrekte Artikel sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Happy Birthday. Ja. Liebe Dreamcast, 25 Jahre und mindestens 7 davon hast du mir sehr versüßt, bevor ich dich eher weniger gespielt habe. Ja, die Dreamcast ist ja durchaus legendär. Und wir haben, es ist so eine Konsole, die einfach in Fankreisen nicht tot zu kriegen ist. Es ist einfach so diese unsterbliche Konsole. Ja. Kann man jetzt eigentlich auch zu jeder Konsole irgendwie sagen, aber bei der Dreamcast schwingt immer so dieses, naja, es schwingt, also gut, das sagt niemand zu der ersten Xbox wahrscheinlich, aber es schwingt immer so ein, das ist so dieser Flair von, dass diese Konsole etwas gemacht, was andere Konsolen vorher nicht getan haben, die erste mit Breitbandanschluss und so und wow, Segas Schwanengesang sozusagen, deren letzter Versuch, deren letzte Hardware, deswegen haftet dem Gerät auch so eine besondere Aura irgendwie so dran, weil klar, sind andere Geräte, PlayStation 2 und so, sind auch cool, aber da haben die Firmen ja alle am Ende weitergemacht und das war wirklich so dieser Punkt, wo Sega es fast nicht mehr geschafft hätte, wo Sega fast vom Markt verschwunden wäre, wenn die nicht sofort ihre ganzen Hardware-Aktivitäten eingestellt hätten und deswegen erinnern sich sehr viele auch immer so daran zurück und träumen ein bisschen davon, dass Sega vielleicht eines Tages wieder ins Konsolengeschäft einsteigt oder so. Und es ist toll. Also es ist, und bis heute erscheinen Spiele für die Dreamcast. Und deswegen ist es durchaus was Besonderes. Also wohlgemerkt, wir nehmen hier auf zum 25. japanischen Geburtstag. Erschienen ist die November. Am 27. November 1998 in Japan erschienen mit dem orange-roten Kringel. Danach am 9.9.99 in den USA für $199 mit dem orangenen Kringel. Aber bei uns, ich halte es hier in die Kamera, mit dem blauen Kringel, die Dreamcast, am 14.10.1999. Und dieser blaue Kringel musste eingeführt werden, weil das Logo, das orange-rote Wirbel-Dingens zu nah am Tivola, an der Tivola-Marke war. Stimmt, da gab's so eine Rechtsgeschichte, die verhindert hat, dass sie das Logo nicht nehmen konnten. Und weil wir mit Inflation, wären wir da heute vom Preis? Na, 400 Euro, ne? 400 Euro um den Dreh, ne? Also hat sich ungefähr verdoppelt. Boah, immer noch ein günstiger Einstieg, würde ich mal sagen. Also. Naja, für die High-End-Konsole, die es war, auf jeden Fall. Also was für mich die Dreamcast ja total ausmacht und was mich so extrem gefesselt hat, das war eine Konsole, die technisch alles in den Schatten gestellt hat. Das kam ja, war ja quasi die Nachfolgekonsole nach dem Sega Saturn und Nintendo 64. Sony krebste noch mit der PlayStation 1 rum. Was heißt krebste? Die hatten den größten Erfolg natürlich, größtmöglichen Erfolg. Die stellten auch alles in den Schatten. Aber dann kam die Dreamcast auf den Markt und hatte direkt, also nicht direkt zum Start, aber relativ schnell so Banger wie Soul Calibur am Start, als sie dann hier in Europa gestartet ist. Ich weiß noch, mein Bruder und ich, wir haben uns die Konsole, das war die einzige, aus der Videothek ausgeliehen, wo wir auch immer PC-Spiele ausgeliehen haben und 2 Tage später zurückgegeben haben. Und und die Dreamcast hat uns dermaßen weggeballert mit Soul Calibur. Wir mussten sie nochmal ausleihen, weil wir es nicht fassen konnten, nachdem wir sie zurückgegeben hatten. Und dann haben wir auch die Konsole aus der Videothek gekauft. Also man konnte dann nämlich, wir hatten die so oft dann ausgeliehen, dass man das angerechnet gekriegt hat, wenn man sie dann dort gekauft hat. So haben wir dann weniger Geld verloren. Und so kam die erste Dreamcast ins Haus. Die hat mein Bruder dann mitgenommen und ich habe mir später dann noch meine eigene gekauft, weil diese Konsole mit der Grafik so wahnsinnig gefiltert, so höchst auflösend, diese Texturen mit Fotorealismus, erinnere ich mich noch dran. Da dachte ich, das besser können Videospiele nicht aussehen. Das ist das Maximum. Guck dir bei Sonic Adventure die Straße an, da sieht unser Gehweg draußen kein Stück besser aus. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass zu der Zeit, also ich habe die Dreamcast erst viele Jahre später selber gekauft, ne? Aber ich habe den Wind natürlich mitbekommen, als sie rausbekommen ist. Und dann bin ich nach der Schule immer in die Innenstadt gefahren
Ich konnte quasi in zwei Richtungen fahren, nach Hause oder in die Innenstadt. Und ich habe manchmal halt einfach Zeit in der Innenstadt verbracht, aber manchmal hatte ich auch Zeit vor der Tanzschule. Also ich habe früher tanzen gelernt, Standardtanzen, so Walzer und alles. Und dann hatte ich manchmal ein bisschen Zeit davor und ich Nerd bin dann halt immer erstmal in diese, in den Spieleladen gegangen und da hatten sie eine Dreamcast ausgestellt. Und die war schärfer als mein Kamerabild und hatte eine, das war wirklich genau das, was du beschreibst. Der lief nämlich Blue Stinger. Und Blue Stinger ist heute eins der, also ich mag das Spiel, aber es ist total absurd. Es ist von Crazy Games und die haben später Iblis gemacht und das sind zwei meiner Lieblings-Dreamcast-Spiele, weil die so völlig bescheuert sind. Und leider ist der Chef von Crazy Games auch danach gestorben, deswegen ist da nie danach irgendwie was gekommen. Aber das ist für mich, aber das gilt ja als eines der schlechteren optischen Dreamcast-Spiele so. Aber es war der Unterschied, also da Blue Stinger fängt irgendwie, spielt auf so einer Insel. Und das fängt damit an, dass man strandet auf dieser Techno-Insel und da hast du das blaue Meer dann so. Und ich habe noch nie so ein so klares blaues Meer gesehen damals. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man heute natürlich die High-End-Grafiken hat. Aber damals war das so, dass du die PlayStation 1-Grafik hattest und die hast du die damals hat ja gewabert, wie irre, immer links, rechts gemorpht. Die Auflösung war meistens noch 320 mal 200. Genau. Und das, klar, also es gab auch gut aussehende PlayStation-Spiele, so eine Metal Gear und so. Das hatte natürlich auch seinen eigenen Reiz. Aber es war schon ein Riesenunterschied, diese gefilterte, genau was du sagst, dieses gefilterte, dieses klare Geometrien da drin zu sehen, die irgendwie auch glasklar waren. Und man muss dazu sagen, auf dem Röhrenfernseher sah das fantastisch aus. Mhm. Das kann man nicht so richtig replizieren mit den Bildschirmen, die wir heute haben. Da sehen viele Retro-Sachen generell nicht so gut aus, weil Spiele damals wurden designt mit dem Zeilensprungverfahren, den alte Röhrenfernseher hatten. Und da sahen auch PlayStation-Spiele deutlich besser aus, muss man dazu sagen. Und allgemein einfach alles. Aber Dreamcast war für uns dieses ein Augenöffner, wie man nach Herr der Ringe sagen würde. Ja, ein Eye-Opener. Und ganz, ganz technisch da dran ist ja auch, finde ich, eine spannende Geschichte. Ich kam da ja vom PC auch schon und war also durchaus gute Grafik gewöhnt und gewohnt. Mhm. Und zu der Zeit war ja waren die 3DFX-Beschleunigerkarten ein Riesentrend. Und die Dreamcast sollte zuerst auch mit einem 3DFX-Chip auf den Markt kommen. Und erst ganz am Ende, da gab es also so zwei Designs, die miteinander konkurriert haben. Und erst ganz am Ende hat man sich dann für die PowerVR Grafikchips, das ist dann, glaube ich, IBM gewesen, dafür entschieden. Und war auch eine sehr gute Wahl, das auf jeden Fall, denn die Spiele konnten technisch ja, wie wir schon gesagt haben alles übertreffen. Auch PC-Spieler waren absolut begeistert und beeindruckt von dieser Qualität. Vor allen Dingen hast du diesen Kontrast auch gesehen, wenn die Ports kamen. Also als die Dreamcast als dann klar wurde, dass es ein kommerzieller Misserfolg wird und viele Firmen dann umgeportet haben auf die PlayStation 2, die natürlich auch deutlich erfolgreicher war wegen dem DVD-Laufwerk, das da drin war, das hat sehr viele Leute gecatcht. Dann gab es dann Ports von zum Beispiel Code Veronica, Resident Evil und so. Und die sahen einfach nicht so crisp aus. Also das hat man richtig bemerkt. Ja. Vor allen Dingen, weil die Dreamcast einen VGA-Ausgang hatte. Und wenn du einen Monitor hattest, der VGA konnte, oder du hast einfach einen PC-Monitor angeschlossen, dann hast du halt eben diese sehr, sehr crispe Grafik irgendwie bekommen. Mhm. Habe ich auch hier liegen, diese VGA-Box. Hier kann ich ja mal einmal in die Kamera zeigen. Das ist also so ein Ding, der hat man hinten in die Konsole reingesteckt, ganz normal, wo ansonsten auch Composite oder RGB rauskam für besonders klares Bild. Genau. Und dann konnte man von der VGA-Box, hatte allerdings nicht jedes Spiel unterstützt, muss man dazu sagen, ging dann ein 640x480 60 Hertz Bildsignal, aber dann halt ohne Zeilensprung, nämlich mit quasi verdoppelter Auflösung, könnte man sagen, an den VGA-Monitor raus. Die waren natürlich klein, diese VGA-Monitore, da gab es noch nicht so große Varianten. Später konnte man das dann auch noch mal an die frühen HD-TVs anstöpseln und dann sah das auch noch mal großartig aus. Das war ein großer Reiz. Der hat diesen Sprung auch echt gut überlebt. Ne? Also man muss dazu sagen, wenn man heute, gibt es ja diese Konverterboxen, die alle möglichen analogen Eingänge dann digitalisieren. Und Dreamcast hätte da
mitunter am besten mit. Also neben der ersten Xbox. Die erste Xbox hat weil es halt ein progressives Bildsignal ist. Genau. Es muss nicht deinterlaced werden, so wie alle Sachen von der, oder die meisten Sachen von der PlayStation 2, im GameCube oder der Xbox. Genau. Und das war schon, also deswegen ist es also gerade in Retro-Kreisen war die Dreamcast dann immer so als Powerhouse dann halt wirklich auch bekannt. Und das kam, also selbst, du sagtest ja PC-Spieler, also ich habe zum Beispiel total gerne den Port von Quake 3 auf der Dreamcast gespielt, weil Arena, der war hammermäßig. Das war, das konntest du in 4 Spieler mit Splitscreen spielen. Das ging nur da. Es ging nur da. Hammergeil. Ich, bei Unreal Tournament bin ich mir gerade nicht sicher, ob diese Version auch den 4 Spieler Splitscreen hatte. Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass sie auch sehr, sehr gut umgesetzt wurde damals. Ja. Also, und sehr, da wollte, sehr hübsch aus. Und da wollte Sega ja auch hin, ne? Also die haben tatsächlich Tastatur rausgebracht und eine Maus. Und das Ding hatte halt einen Breitbandanschluss und es gab die Dream Arena, das ist so etwas wie ein Hub gewesen für, da ist sogar noch die CD, fantastisch. Ich habe natürlich den Dream Key direkt neben mir liegen, den Dream Key Version 1.5, der musste eingelegt werden, sogar noch hier mit meinem Passwort sehe ich gerade, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht eingeblendet, das wäre blöd. Ja. Benutze ich bis heute das Passwort. Nein. aber lustig, hier noch mit meiner GMX-Adresse, jawohl. Und auch das von meinem Bruder. Man musste die CD oder die GD-ROM, wie es ja war, das hatte ja keine CDs als Medium, sondern 1,2 Gigabyte große, umfassende GD-ROMs, die aussahen wie eine CD oder DVD, aber halt den doppelten Speicher beinhalten konnten. Und den konnte man einlegen und dann im Internet surfen. Das war ja ganz was Besonderes 1999. Ja, noch. Und du hast vor allen Dingen hier an der Seite der Dreamcast, hattest du halt den Broadband-Adapter. Den konnte halt wirklich, der war halt mitgeliefert, der war mit dabei. Also du musstest dafür nicht extra bezahlen, sondern du konntest damals halt noch wirklich mit, also Dial-In, du musstest dich wirklich einwählen. Genau. Aber es war einfach mit da dran. Es war halt einfach ein SSV. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie was anderes dran stecken kann. Ich habe Dual ISDN mit Adapter dann da dran gepackt und damit dann Phantasy Star Online gespielt. Das war das erste MMORPG mit 3D-Optik für Konsolen, das jemals erschienen ist. Es war ja auch ein Riesenerfolg. Hat den Charakter der Konsole stark ausgezeichnet und da musste ich dann natürlich auch die Tastatur haben und es gab sogar ein Gamepad, das habe ich tatsächlich jetzt hier nicht liegen, aber damals habe ich es besessen, das war dann ein Dreamcast-Controller und in der Mitte noch eine Full-Size-Tastatur, damit man vernünftig chatten konnte und danach wieder PSO weiterspielen durfte. Das ist geil, okay, also es gab ein Update von diesem Modem, also das Standardmodem war langsamer als das, was du kaufst. Ah, okay, verstehe. Ach so, ja, okay, dann hatte das wahrscheinlich auch normalen Netzwerkanschluss, ne? Also dann kann man das später theoretisch, wenn man privates Server hat, auch heute noch benutzen, oder? Das ist auch so. Das geht auch noch. Ah, okay. Mhm. Und es gibt das wird bis heute auch noch gespielt auf Privatservern. Das, das ist geil, das wusste ich nicht. Ja. Hat dann später auf der Xbox viel größeren Erfolg leider gefeiert. Aber da kommen wir sicher später noch zu, was der Peter Moore da alles gemacht hat. Peter Moore war ja der Sega-Chef zu der Zeit, der kam von Reebok. Und wurde angestellt in Amerika. Der hat, so sagen einige, doch auch einiges beigetragen zu dem Misserfolg der Dreamcast, weil er sich halt mit Sega Japan dann sehr gezofft hat und es da sehr viele Meinungsverschiedenheiten gab. Zu Beginn sah es ja, so musste man festhalten, gar nicht schlecht aus für die Dreamcast. 500.000 verkaufte Einheit in Amerika, knapp 50.000 auch in Deutschland in den ersten ein paar Monaten. Und das sind nicht die schlechtesten Zahlen gewesen. Das Problem war, was danach alles kam, als die PlayStation angekündigt wurde mit DVD-Laufwerk, hatten, warum auch immer, die Leute alle keinen Bock mehr auf Sega und haben lieber auf die PlayStation gewartet. Aber das ist ein so totgequatschtes Thema, das müssen wir vielleicht nicht nochmal ins Zentrum stellen. Ich würde viel lieber, das fand ich nämlich sehr, sehr spannend, habe ich gerade geguckt, die Launch Games in Japan am 27. November 98. Also vor 25 Jahren kam die Dreamcast raus mit Godzilla Generations von Sega. Mhm. July, was mir gar nichts sagt, ist auch unreleased in Amerika und Europa, Pen Trilcelon. Ja, das habe ich gespielt. Virtua Fighter 3TB, da kommen wir zum ersten großen Arcade, der ersten großen Arcade-Umsetzung, ne, mit Virtua Fighter 3 und Incoming von Rage Software. Incoming ja auch ein Ding, was auf dem PC großartig war und der erste große PC-Port sozusagen oder simultane Entwicklung. Da kann ich direkt einsteigen, weil Incoming kenne ich nämlich noch von Netzwerkpartys, wie wir das damals gespielt haben, weil das halt eben der Grafikkracher war. Ne? Das war das Spiel, das ich glaube, das war auch gebundelt mit einigen Grafikkarten.
einfach als Beweis dafür, wie fett das mit war. Mit 3DFX-Karten auch, ja. Genau, und Rage war eine Firma aus Britannien, glaube ich, aus UK, die, die hat eine ganze Reihe von solchen Spielen gemacht haben, die darauf abgezielt haben, möglichst viel Grafikpower zu zeigen. Und die haben sich eher so auf Arcade-Spiele konzentriert. Die haben dann später für PlayStation 2 noch so Sachen wie Twin Caliber rausgebracht und ich glaube noch ein Rennspiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also die waren eine Zeit lang nicht ganz unerfolgreich. Und das ja, und das war für mich so, das habe ich tatsächlich auch immer noch, das Incoming. Das ist ein super simpler Turret-Shooter eigentlich. Also man sitzt die ganze Zeit in so Gefechtstürmen und ballert. Das ist aus heutiger Sicht relativ langweilig so. Das ist eine super Überleitung. Aber das ist, ich finde, dem haftet irgendwie noch dieser nostalgische Flair. Also ich habe da eher, ich würde es heute eigentlich nicht wirklich weiterempfehlen, das also zu kaufen oder danach zu suchen. Es hängt aber so ein bisschen emotionaler Wert für mich dran. Ja. Ja, es ist nett, aber ist... Genau, es ist Morhun, ne? Ja. Das ist Morhun. Es ist Morhun mit Aliens, die man dann abschießt. Also es sah damals aber super fett aus. Also es war für damalige Verhältnisse eins der krassesten Sachen. Und das war eben halt ein Commitment, beziehungsweise es war so diese Überraschung, dass es auf der Konsole auch geht. Also man dachte immer, oh, PC, die geilsten Grafikkarten und so. Und dann kommt plötzlich Incoming auf der Dreamcast raus. Und Expendable von derselben Firma kam auch später raus. Das ist meiner Meinung nach auch das beste Spiel, das Rage rausgebracht hat. Das ist so ein, auch ein Arcade-Shooter, wo du bisschen in so einem Contra-3D-Stil, so aus Top-Down-Perspektive die ganze Zeit auf Gegner schießt. Also wirklich ganz simpel durch Level laufen und alles abballern. Und das sah auch richtig gut aus und war auch so ein Showcase für den PC. Und damals so, wow, Konsolen können dasselbe machen wie, wie im Grunde genommen die großen Spiele-PCs und, ja, große Spiele-PCs. Auch die großen Arcade-Sachen. Ne? Genau. Ich bin gerade am Einblenden von Virtua Fighter 3 TB in der Launch-Version auf der Dreamcast. Und das war halt auf Basis des Naomi-Boards. Das war unvorstellbar, dass es tatsächlich solche Arcade-Ports jetzt geben könnte. Das hat Sega ja immer versucht. Es gab zum Beispiel nicht Outrun, sondern Daytona, dann auf dem Sega Saturn, aber das sah halt überhaupt nicht aus wie in der Spielhalle. Es war sehr, sehr, sehr pixelig und auch Virtua Fighter 2 gab es ja vorher, aber das 3TB war halt nicht optisch zu unterscheiden von der Version im Automaten und das war das Unglaubliche zu der Zeit. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die nicht so Arcade-affin sind, es gibt Arcade Boards. Also es gibt halt für Arcade gebaute Maschinen und die hat Sega so benannt nach so Themen wie Naomi, Naomi 2 oder gibt es noch ein paar andere Models und so. Ich kenne jetzt nicht Model 3, Model 2. Ja. Genau, stimmt. Ne? Das ist also ganz simpel benannt. Aber das sind im Prinzip, wenn man so möchte, für Arcade-Spiele optimierte PC-Maschinen. Wenn richtig. Man so will, ne? Das sind im Grunde genommen. Also das sind kannst aber, du dir einzeln kaufen, kannst das ROM dazu packen und da drauf machen, dann läuft das auch an jedem CRT. Genau. Also im Prinzip, wenn ihr in so eine Arcade-Halle reingegangen seid und da sind natürlich diese riesen Kabinetts, steckt da drin, aber eigentlich PC-Hardware, die ist halt optimiert und die Spiele sind dafür auch optimiert. Das macht das Ganze so besonders. Also Sega hat dann halt gesagt, okay, das ist unser Set. Das wussten die Entwickler auch und so ähnlich wie bei Konsolen konnte man eben auf diese Hardware optimieren. Und Sega war verdammt gut da drin zu optimieren. Also die haben Besten. Die Besten. Also die haben Sachen rausgebracht, die haben Sachen, also schon in den 80ern gab es zum Beispiel das berühmte Sprite-Scaling. Also wenn die Sprites halt so in ihrer Größe in der 3D-Umgebung halt quasi diese Illusion von 3D erzeugen so. Und dann gab es dann Spiele wie Galaxy Force zum Beispiel, das war im Grunde genommen wie Star Fox oder Panzer Dragoon, nur eben mit Sprites. Und das waren aber so fucking viele Sprites, dass du trotzdem das Gefühl hattest, dass es halt irgendwie ein Tunnelflug war. Dann fliegst du wirklich Star Wars-mäßig in so Tunnel rein und hast die ganze Zeit diesen Tunneleffekt. Und da gibt es auch ganz viele andere Spiele, die das benutzt haben. Also Outrun auf Adrenalin sozusagen. Also es gab wirklich Spiele, die das wirklich ins Extreme gekarrt haben, wo du dann mit Loren durch, wie Indiana Jones, durch so eine, durch einen Tunnel geflogen bist oder du hast Kart Racer gehabt, die irgendwie diese Technik benutzt haben. Und das war ziemlich irre und gab es zu der Zeit nicht. Also Sega war immer sehr revolutionär und auch bei 3D waren sie mit an der Speerspitze, wenn nicht sogar die Speerspitze. Also Sega Rally, sensationell. Genau, und lass uns doch mal auszählen alle. Genau, Sega Rally 2, genau. Sega Rally 1 war ja Saturn. Für Dreamcast jetzt, okay, ja. Ja, für Dreamcast. Ja. Was kam noch an großen Arcade-Umsetzungen raus? Da war natürlich auch Garou, Mark of the Wolves, Fatal Fury. Die Dinger von SNK wurden auch umgesetzt. Dann Virtua Tennis 1 und auch Virtua Tennis 2. Und Virtua Tennis 2 lade ich wird auch mal ganz kurz hochgehalten. Natürlich diese Arcade-Automaten alle
auf 60 Hertz optimiert. Hm. Und Sega hat keine Kosten und Mühen gescheut und uns auch hier in Europa dann die Wahl gegeben, als erste Konsole, das hat ja das N64 vorher nicht gemacht und auch die PlayStation 1 nicht, und 60 Hertz Modi eingeführt. Ja. Also so, dass wir die Spiele in der Originalgeschwindigkeit und ohne hässliche Balken oben und unten spielen konnten. Auch dafür habe ich Sega sehr verehrt, dass sie diesen Schritt endlich gegangen sind. Und Sony, Microsoft und Nintendo haben sich später dann genötigt gefühlt, das natürlich auch zu machen. Und so ist diese Konsolengeneration eine Übergangsgeneration zu den ja inzwischen standardisierten 60 Frames per Second. Natürlich auch gepowert durch den Umstieg bei Fernsehern. Ja. Aber das war sehr, sehr nötig. Und das hätte das Super Nintendo, das N64, hätte das auch sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn wir diesen 60-Hertz-Modus überall bekommen hätten. Also Virtua Tennis 2. Dann, eins fehlt noch, ein Rennspiel fehlt noch. Ist nicht Sega Rally auch? Und ich guck noch mal. Ja, es gibt, ich kann ja noch mal mit denen, die mir einfallen. Also es gibt zum Beispiel noch Outrigger. Das ist so ein Arena-Shooter, der auch aus den Arcades kam. Ganz berühmt sind die beiden Powerstone-Spieler, die und da muss kommen man generell Arcade, sagen, die ich glaube schon, kann okay. mich irren, aber ich weiß, dass die das Capcom sehr viel portiert hat. Und Street Capcom Fighter war, Alpha 3. Genau, Capcom war ein richtig großer Supporter von der Dreamcast und die haben, also es war quasi, sie haben sehr viele Prügelspiele rüber transportiert, also sehr viele Street Fighters und dann gibt es noch das mit den Robotern, fällt mir gerade der Name nicht ein, und viele andere. Was du suchst, ist wahrscheinlich Ferrari. Ah ja, Ferrari 355 Challenge. Das ist das von Yu Suzuki, das Rennspiel. Das war super Das war gut. eine Simulation, Leute. Ja. Wenn man sich da reingesetzt hat in den Automaten, das ging nur mit Lenkrad richtig gut und richtigem Gaspedal. Und vielleicht kommen wir dann mal auf den Controller zu sprechen. Ich entwickle ihn mal hier. Der hatte ja als eine große Eigenheit schon beim Entwickeln, fällt es auf, dass das Kabel eigentlich unten zu dir zum Spielenden rausging. Das war sehr unbequem. Deswegen konnte man es hier oben dann auf der Rückseite einklinken und zu einem Kabelbruch führen, wenn man das denn unbedingt wollte. Aber ja, man hatte zum ersten Mal an einem Game Controller analoge Trigger an den Zeigefingern. Ja. Man hört, wie toll sie klappern. Sie sind aus Hartplastik. Und später, wenn man die dann eine halbe Stunde gedrückt hielt bei Metropolis Street Racer oder 355 Challenge Ferrari, dann tat einem der rechte Zeigefinger doch sehr, sehr weh an diesem Controller. Und auch der Analogstick, der war sehr stabil. Ist schon ein Hall-Effekt-Joystick. Da war Sega allen späteren Konsolen weit voraus. Sehr, sehr guter Analogstick, damit hatte ich nie Probleme, die Facebuttons waren halt okay. Das Digitalkreuz, damit konnte sich niemand anfreunden, das Digitalkreuz war einfach eine Zumutung, das war schlecht und unpräzise, deswegen hat man für diese Arcade-Umsetzung lieber einen Arcade-Stick sich gekauft, im schönen grünen, weiß-grünen Design von Sega, dann ließen sich diese Prügelspiele und so auch sehr, sehr gut spielen. Und den größten Clou, den kannst du ja jetzt mal erklären, während ich sie auspacke. Ja, die VMU, ne? Das ist fantastisch. Das ist im Prinzip das Äquivalent zum Memory Stick, was man von der PlayStation kennt, nur eben, dass die VMU ein einzelnes Gerät ist, das für sich funktioniert. Also es ist selbst eigenständig lauffähig, man hat auch eigene Steuerungskontrollen, sieht man, was der Michael jetzt auch einblendet, für die zuhören. Hat halt ein Steuerkreuz, ein A-B-Button. Das ist halt wie ein Mini-Gameboy, könnt ihr euch das vorstellen. Also genau. Gameboy in richtig, richtig klein, wie so eine Game & Watch, so ein kleines bisschen, nur dass es auch so hochkant ist. Also hat ein Digi-Kreuz, A-B, und dann noch zwei Tasten oben drauf. Es sieht aus wie so ein Mini-Gameboy. Hat also einen kleinen LCD-Bildschirm, war das, glaube ich, ne? Mhm. Und du konntest da tatsächlich auch kleine Spiele drauf spielen. Es sind, also wenn du da einen Speicherstand abgelegt hast, gab es manchmal Speicherstände, die zusätzlich noch kleine Mini-Programme abgelegt haben. Sonic Adventure dann, zum Beispiel. Hatte, genau, bei Sonic Adventure, wie hieß das nochmal? Chao Garden oder so? Chao Garden, genau. Auf jeden Fall so ein Mini-Tamagotchi, die kleinen Tierchen, die man in Sonic Adventure gesammelt hat, konnte man da aufziehen und füttern und solche kleinen Sachen machen. Aber es gab auch ein Tennisspiel dafür zum Beispiel, was man darauf spielen konnte. Pong oder sowas Breakout-mäßiges, das war da alles durchaus möglich. Also ich fand das ist sensationell und so eine geile Spielerei. Die geilste Spielerei. Verspielt. Aber richtig, richtig cool, dass du, außerdem diese LCD-Anzeige hat die während des Spiels auch manchmal so ein paar kleine Games angezeigt. Animationen. Ne? Ja. Animationen und so. Das war quasi die Dual-Screen-Erfahrung vor dem Nintendo DS. Genau.
Und das Geile ist, es gibt halt im Modding-Community, die halt für die VMU ja auch so tatsächlich noch so kleine Spiele gemacht hat. Also wer will, kann da ein bisschen graben. Und findet da online tatsächlich so Hobby-Entwickler, die da versucht haben, Sachen aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob darauf Doom läuft. Ja, bestimmt. Bestimmt hat das jemand gemacht. Aber das ist so ein fantastisches Ding, dieses VMU. Das ist eine der coolsten Ideen. Und es gab natürlich Rumble-Packs. Genau, ich habe hier das Rumble-Pack gerade rausgezogen. War allerdings vom Rumble-Effekt jetzt, finde ich, sogar schlechter als das auf dem Nintendo 64. Das Lustige war dann eher... Ja, ich habe eins von Mad Catz, das war ganz gut. Ah, okay. Das war da gab es qualitative Unterschiede. Aber da ist mir auch das Pad ein bisschen aus der Hand geflogen. Aber die, dann gibt's auch, also die Standard von Sega sind ein bisschen schwach. Also was vielleicht ein paar Leute nicht mehr wissen, ist, dass früher Rumble gar nicht so zur Standardausrüstung von der Dream, von Konsolen generell gehörte. Und das erst so mit der Play, das muss man Sony halt wirklich zugute halten, dass sie dann irgendwann das bei ihren DualShock-Controllern, haben sie es ja standardmäßig irgendwie eingebaut. Das war aber vorher ein Extra. Also man musste das für Nintendo 64 und auch später für die PlayStation musste man sich dann neue Controller holen, weil die Urversion hatten alle keinen Rumble, das haptische Feedback. Und das konnte man eben dann halt bei der Dreamcast hinten halt auch noch ergänzen. Also da du zwei Fächer hattest, einmal konntest du eine VMU reinpacken und halt ein Rumble-Pack. Oder zwei VMUs, das ging auch. Ja, aber das hat mir, also das Pad ist eine Hassliebe bei mir, ne? Also es gibt Spiele, die super gut damit funktionieren. Also D2 zum Beispiel, eins meiner Lieblingsspiele da drauf, ist ein Horrorspiel. Das ist total gut darauf optimiert. Das funktioniert super mit der Steuerung. Mit anderen Spielen, da verkrampfen meine Hände total. Also Eigentlich generell verkrampfen die Hände bei dem Dreamcast-Pad, finde ich, immer so nach einer Dreiviertelstunde. Ich muss sagen, Third Parties haben das dann später ein bisschen größer gemacht. Da gibt es andere Firmen, die dann halt leicht größere Versionen auch mit Grip und so gemacht haben, die deutlich angenehmer in der Hand liegen und dann bin ich erst so richtig warm geworden. Weil die Form ist ungewöhnlich, macht aber wirklich Spaß ansonsten. Ich fand nur, dass die Originalversion von der Dreamcast, also von die Sega beigelegt hat, mir persönlich zu klein ist von den Händen. Aber man durfte, ich blende das hier wieder ein, direkt wie beim Nintendo 64 war der Vier-Spieler-Adapter vorne eingebaut. Mega. Das war natürlich auch sehr, sehr gut. Dann konnte man doppelt in Virtual Tennis zum Beispiel spielen. Also 2 gegen 2. Und auch hier, also auch das ist komplett neu. Vorher musstest du Multitap-Adapter kaufen. Und Sega so, nö, es soll halt Spaß machen, deswegen habe ich gleich 4 Anschlüsse da drauf gemacht. Und das ist gleich sowas wie bei Quake 3 Arena, ja, du auch gesagt hast, ne? Weil Nintendo es vorgemacht hat mit GoldenEye ein Jahr vorher, was halt so ein riesiger Erfolg war mit 4 Spielern auch direkt im Splitscreen. Das war schon richtig gut. Also wo die ganze Dreamcast Library halt nicht anstinken konnte, war halt gegen diese großen Sony-Titel, das hast du zum Beispiel bei Sega GT gemerkt, also die haben versucht, sowas ähnliches wie Gran Turismo zu machen, Konkurrenzprodukt. Sega GT ist jetzt nicht schlecht oder so, ne? Und es gibt auch eine sehr gute Fortsetzung. Aber auch nicht so gut. Ich habe es lange gespielt und wurde nie richtig warm, bin immer wieder zu Gran Turismo 2 zurückgegangen. Genau, das war also sehr viel besser. Man hat versucht, solche Alternativen zu schaffen für die Leute, die jetzt nur eine Dreamcast hatten, die sich das angelegt haben. Und es gab so ein paar andere Titel, die dann vielleicht, also es gab zum Beispiel Headhunter, das war dann sowas Metal Gear-mäßiges, das war dann nicht ganz so gut wie Metal Gear, aber hatte auch so seinen eigenen Arcadia ist eher so, wie später dann Gears of War war. Genau. Das ist Headhunter eigentlich, so ein Cover-Shooter, ne? Eigentlich ein Cover-Shooter, ne? Aber es wurde damals vermarktet als Alternative. Richtig, das als große Metal Gear Solid-Alternative. Aber wo die Dreamcast wirklich einen großen Vorsprung hatte, war bei allem, was sehr nah zu Arcades war. Das kann man, glaube ich, auch insgesamt da so. Da passt ja dann perfekt dieses Beispiel. Ja. Ein Spiel, das ein Synonym ist mit für die Dreamcast. Crazy Taxi! Du hast doch auch sofort im Kopf na 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 na. Da gab es später ein Re-Release, wo die Musik ausgetauscht wurde. Und es fühlte nicht sich das gleiche Spiel. Nee, es fühlte sich irgendwie nicht so an, ja. Crazy Taxi. Es gibt übrigens 2 Fortsetzungen davon, die nicht mal schlecht sind. Also es gibt den zweiten gibt es dann auch für Dreamcast und einen dritten Teil für die Xbox. Und darüber für alle, sollten wir, glaube ich, für alle Plattformen. Der dritte ja, Teil. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mir, können wir da gleich nochmal über die Xbox reden, als inoffizielle Dreamcast 2. Ja. Aber die Sache ist, dass das, also gerade was diese Titel betrifft, ist Dreamcast einfach Vorreiter gewesen. Das heißt, wirklich zum ersten Mal dieses Arcade-Feeling
ins Wohnzimmer gebracht. Nicht zuletzt und durch Arcade Sticks und so. Crazy Taxi war ja die Arcade-Umsetzung, aber auch eine angepasste Heimumsetzung. Es gab dann hier so eine richtige Solo-Kampagne, die noch mit eingebaut war, die natürlich auf dem Arcade-Modus aufbaute. Aber da hat sich Sega halt schon mehr Gedanken gemacht und sogar mehr für die Leute, die zu Hause saßen und das gespielt haben, gemacht, als für die, die in der Arcade immer schön den Euro eingeworfen haben. Und ich habe gerade, das macht ja auch immer wieder viel Spaß, wenn man in den Retro-Sachen rumblättern kann, denn hier gab es noch richtige Handbücher in diesen doppelschichtigen, großen, blauen Jewel-Cases, die nur für die Dreamcast gemacht wurden. Hm. Waren also auch eine Einzelanfertigung. Und ich sehe gerade, man konnte auch Crazy Taxi mit dem Race-Controller spielen. Das war dann ein Lenkrad, das blende ich hier nochmal kurz ein, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Oh, muss ich noch wieder scharf kriegen. Jawohl, da ist der Race-Controller. Hat man auf Schoßbetrieb gefahren, also so richtige Lenkräder gab es eigentlich nicht. Und diesen Race-Controller brauchte man halt auch für das Ferrari 355 Challenge, weil, und das wollte ich auch noch erwähnen, konnte man mit dem Controller eigentlich nur ein bisschen mitspielen, aber nicht den Reiz des Spiels ausleben, denn das war eine waschechte Simulation. Ferrari war richtig gut. Das war quasi das, auch wenn es nicht so richtig gut vermarktet wurde, deswegen, aber das war die echte Alternative zu Gran Turismo, auch wenn man sich natürlich jetzt nur um Ferrari gekümmert hat. Mhm. Aber da kann ich mich gut dran erinnern. Das war fantastisch. Und was ich sehr mag an der Dreamcast ist, dass du neben diesen großen Arcade-Hits auch sehr viele Kuriositäten auf der Konsole hattest. Und zum ersten Mal, also da viele Spiele, die dann auch später dann portiert worden sind, gab es dann aber auch zum ersten Mal auf der Dreamcast. Zum Beispiel das allererste Spiel von Quantic Dream, die Leute, die Heavy Rain und so gemacht haben, die haben Nomad Soul gemacht. Das ist ein super weirdes Spiel mit David Bowie. Ja, David Bowie hat wirklich mal an dem Spiel mitgemacht. Und das war dieses Spiel Nomad Soul. Das hat alles versucht, was später die Quantic Dream Spieler generell versuchen. Also emotionale Szenen und viele Szenen, wo es um Beziehungen geht. Und also ich glaube, es fängt sogar direkt mit einer Sexszene irgendwie an oder so. Also super gewagt für damalige Zeiten. Und hat aber halt quasi die erste Konsolenversion da bekommen, kam parallel auf PC. Und es gab ein Spin-off zu Shin Megami Tensei, das hieß Megan X. Genau, Megan X von Atlus. Megan? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Megan X. Okay, das ist ein First-Person-Spiel, wo du mit Schwertern kämpfst. Und das war so ein hammergeiles Game. Und es gab später auch einen PlayStation-Port. Und wer so richtig enthusiastisch ist, kann sogar beide Versionen spielen, weil die Perspektiven unterscheiden sich zwischen beiden tatsächlich. Aber Megan X war wirklich, das hat mich total geflasht. Das war total geil. Es war so ein Spin-off von Shin Megami. Ich weiß nicht genau, wo, wie das in dieser komplexen Timeline spielt. Aber hat auf jeden Fall diesen typischen Atlus-Flair. So, also Anime-Dark-Anime-Style würde ich irgendwie beschreiben. Und hat sich, also damals hatten wir sowas überhaupt nicht. Also ich habe noch nie ein Schwertspiel aus der Ich-Perspektive in der Form gesehen, das dich vor allen Dingen auch so gut gespielt hat und so dynamisch gespielt hat irgendwie. Und du bist wahrscheinlich auch nie mit einer Radiomoderatorin durch den Weltraum getanzt, wie in Space Channel 5 von Sega direkt. Sega AM9 hatte dieses Rhythmusspiel für die Konsole auf den Markt gemacht. Auch das ist eins meiner großartig. Absoluten Lieblingsspiele. Ja. Gerade der zweite Teil. Zweiter Teil mit Michael Jackson hat einen legendären Rock-Battle mit Gitarren gegen Pudding, das ist die konkurrierende Moderatorin. Und Ulala ist die Protagonistin. Genau, Ulala ist die Protagonistin, die kennt ihr, die hat dieses 60s Gewand an und tanzt halt viel und so. Und das Ding ist, dass ich mir da immer irgendwie einen Film gewünscht habe. Ne? Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, Leute, ihr müsst da ein Musical draus machen, das ist so gut. Es gibt so viele gute Szenen, zum Beispiel ein Drum-Battle auf einem fahrenden Raumschiff und so. Das ist ganz, 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 ganz großartig. Also ganz viele japanische Titel auch. Du zeigst es hier parallel auch in der Kamera. Es gab ein sehr cooles... Das wusste ich gar nicht. Das ist doch das, was du am Anfang... Das ist doch Incoming, ne? Das müsste die japanische Version von Incoming. Das ist Rage. Genau. Ne? Genau. Es gibt ein Godzilla-Spiel, das ist ein Ray-Shooter. das gab es halt auch für Dreamcast. Mir ist der Name noch gar nicht entfallen. Das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang gesagt hatte, was halt zum Launch da war. Kennst du das hier? Das sagt mir persönlich gar nichts und es ist in meiner Library. Undercover habe ich selber auch, aber noch nie gespielt, muss ich sagen. Ach, witzig. Ja. Ich glaube, da muss ich da mal reinspielen. Ich glaube, das ist so ein Adventure. Das habe ich bestimmt nicht umsonst.
Habe ich bestimmt nicht umsonst hier rumliegen. Das war bestimmt ja, manchmal, so eine kleine Perle, man, die ich unbedingt nochmal ausprobieren wollte. Sieht ja total cool aus. Guckt euch mal die GD-ROM an, Leute. Da ist eine Manga-Dame. Ja, direkt auf dem so Cover auch so drauf. Im 80er-Jahres-Ding halt. Ja, das in dem 80s-Style. Es gibt diesen 80s-Anime-Style, der einfach super gut funktioniert. So ein bisschen wie bei Police Nauts und so. Super, super gut. Und das mochte ich sehr, das ist, dass du auch sehr viele Oddballs, sehr viele seltsame Spiele hattest. Du hast es, das ist zum Beispiel Bangai O hast du zum Beispiel drin gehabt irgendwie, das war fantastisch. Res hatte seine Premiere. Legendäres Spiel hatte seine Premiere auf der Dreamcast. Es gab dann ach, ganz Blue Stinger habe ich auch, guck, hast du eben auch schon angesprochen, witzig. Ja, sehr, sehr cool. Blue Stinger, du hast ja tatsächlich auch hauptsächlich die japanischen Versionen, sehe ich. Nee, nee, die anderen habe ich jetzt nur noch nicht, die liegen hier. Also zum Beispiel das hier ist auch eine Kuriosität. Sword of the Berserk, Guts Rage. So ein wahnsinnig geiles Anime-Game. Blutig ohne Ende und ein richtiges geiles Hack'n'Slash. Das ist auch vor allen Dingen das beste Berserk-Spiel, das hier rausgekommen ist. Also tatsächlich, ohne Witz, also es fängt die Atmosphäre von Berserk besser ein als jedes andere Spiel, das danach rausgekommen ist. Also es gab so ein paar Musus, die nicht so gut waren und ja, das mit ausgedrucktem Internet spieletipps.de Sword of the Berserk. Geil. Ihr hört das Rascheln. Fantastisch. Mit den Movesets. Ground Smash, Double Combo, Triple Combo, Shuriken, Smart Bomb und Grenade. Das musste ich, das brauchte ich anscheinend. Sitzig. Ja, da ist, wann war das, ne? Jahrtausendwende herum war das nicht so selbstverständlich, das Ganze jederzeit in der Tasche zu haben. Also wie gesagt, es hat zwar ein Handbuch, aber da scheint diese Moveset nicht drin zu sein. Doch, ist da drin. Oh, hey, das benutzen können. Das schon, da habe ich auch ein, also das Sword of the Berserk-Spiel, das war erstaunlich gut. Aber das ist Telefonhotline für Cheats 01908-291-701. 1,86 € pro Minute konnte man sich über Berserk informieren für die freischaltbaren Waffen. Ja, geil. Kaskas Schwert, 100 Animal Slaughter Modus auf Level 3 geschafft. Dann bekam man Kaskas Schwert. Geil. Oh, das ist geil. Ja, und natürlich die Horror-Games, ey. Also die sahen auf der Dreamcast alle am besten aus. Dino Crisis sieht richtig geil auf der Dreamcast aus. Ursprünglich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob parallel, aber es war PlayStation 1 kam das. Ich habe es eigentlich für PlayStation 1 zuerst gespielt und war völlig geflasht, wie gut die PlayStation, wie gut die Dreamcast-Version aussieht. Alone in the Dark, The New Nightmare, total unterschätzteste Titel aus der ganzen Reihe, meiner Meinung nach. Den fand ich damals total gut. Der hatte einen sehr, sehr guten Port. Das große Ding überhaupt, da denken die meisten dran. Resident Evil Code Veronica mit einer eigentlich super banane Story. Also wie das hinten raus endet, das fand ich auch schon damals eigentlich, glaube ich, schlechter als die meisten. Aber nichts daran, dass es sich super geil gespielt hat. Das stimmt. Und halt dieses Resident Evil Feeling nochmal genauso wie Resident Evil 2 halt war, umgesetzt hat mit den Partnern und den wechselnden Perspektiven und sich helfen und man musste es zweimal durchspielen, war schön abgefahren, ist bis heute ein absoluter Klassiker, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Das ist hast du, also wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum die Resident Evil Filme von Paul W.S. Anderson so abgedreht waren, dieses Spiel ist schuld daran. Aber dieses Spiel hat zum Beispiel einen Wesker gehabt, der Terminator-Moves machen konnte, der konnte im Bullet-Time Leute besiegen. Szene, die sie in Resident Evil 2 Apokalypse nachgestellt haben, mit der fallenden Waffe, also wo Jovovich so fallen lässt, kommt ist quasi 1:1 inspiriert aus dem Intro von Code Veronica. Und alle, die sagen, oh, die Resident Evil Filme haben gar nichts mit Resident Evil zu tun, von wegen. Das sind genau diese Spiele. Richtig. Wo W.S. Anderson gesagt hat, das nehme ich. Das funktioniert visuell, daran baue ich jetzt meine Filmreihe so auf. Das war also das ist die Inspiration davon. Es vergessen ganz viele Leute, dass Resident Evil schon immer sehr cheesy und sehr, sehr trashig total irgendwie war. Ja. Und Code Veronica ist trashig wie nichts anderes. Da gibt es diesen Typ, Steve, der die ganze Zeit so eine Attitüde irgendwie hat. Und du denkst, also er ist zwischen erneut und am Flirten. So. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Also er flirtet die ganze Zeit mit Claire, aber gleichzeitig ist er auch ein so ein witziger Arsch. Redhead. Ja, also Das war schon ganz geil. Und D2 habe ich ja gerade genannt. Das ist ein meiner Lieblingsspiele gewesen. Ein Spiel von Kenji Ino. Der ist leider sehr früh gestorben. Und der hat seine Spiele viel zu früh rausgebracht. Also wenn der heute Spiele entwickeln würde, würde man den total feiern. Weil der hat damals schon in den 90ern und in den 2000ern hat der einen sehr, sehr starken Indie-Spirit gehabt. Der hat zum Beispiel mit Enemy Zero auf dem Saturn
ein Horrorspiel gemacht, wo man genau zuhören musste. Da hat man ist man auf so einer Raumstation gewesen und kann den Gegner nicht sehen. Man kann, sondern kann diesen nur hören. Das ist eines der spannendsten Spiele, die ich gespielt habe. Und D2 ist auch einfach nur komplett weird. Also es ist eine sehr emotionale Geschichte, verpackt mit super Trash, wenn das irgendwie Sinn macht. Und es ist, hat so ein bisschen so diesen Flair, den man so von so Filmemachern wie Paul Verhoeven oder so irgendwie erwartet, ne? Dass irgendwie da drin so ein emotionaler Kern ist, aber der wird so eingehüllt in ganz viel Quatsch. Und das hat das immer für mich immer transportiert. Und ganz viele andere Sachen, die auch in diese Richtung gehen. Illbleed habe ich gerade genannt. Illbleed ist auch großartig. Nur geil. Und ihr merkt schon da draußen, es gibt halt eine unfassbar hochqualitative Bibliothek für die Dreamcast. Wenn sie dann nicht schon 2 Jahre später gestorben wäre im März 2001, wie wäre das bloß weitergegangen? So viele Serien, so viele Genres, also ich sehe es ja auch, Dencha de Go kam halt natürlich auch daraus. Dann im Sportbereich gab es halt NFL 2K und NBA 2K. Damals bahnbrechende Sportsimulationen, die viel besser waren als alle Basketballspiele vorher. Resident Evil haben wir gesagt. Dann JRPGs. Guckt euch das hier an. Kennst du Lack of Love? Kennst du LOL? LOL. Habe ich schon mal gehört, aber habe ich nicht gespielt. Oh, das ist ein richtig gutes JRPG. Das ist, das ist von dem Dunstkreis von den Leuten, die Moon für PS1 gemacht haben. Kennst du so? Ungefähr in diese Richtung. Klar. Ich glaube, einer der Leute hat dran gearbeitet und das ist jetzt so ein ganz ungewöhnliches Spiel, wo du in so einer merkwürdigen Zukunft unterwegs bist, wo alles irgendwie organisch ist und so. Also du wachst auf als jemand, hast keine Ahnung, wo du bist und wanderst durch eine seltsame Welt und das ist super, super bizarr von der optischen Aufmachung. Also LOL war eins dieser Titel, die kamen leider nicht nach Europa zumindest. Mhm. Ich glaube, es gibt eine US-Version und eine englische Übersetzung. Ich habe tatsächlich nur die japanische gekauft, weil die viel günstiger war, nur 10 Euro gekostet. Und mir dann halt später so dann die Übersetzung dann so gegeben. Und weil das irgendwie Sammlerpreise hat. Und das sind aber, Lack of Love war so ein Ding, was sehr, sehr gut war. Da gibt es noch 1, 2 andere, die mir jetzt aus dem Stegreif nicht einfallen. Aber es gab viele. Aber wo du gerade japanisch sagst, ja. Sakura Taisen war zum Beispiel auch so ein Mix aus Dating-Simulation und Mech-Battles-Rundentaktik. Und das war ein Spiel, das hat so meine erste Internetbekanntschaft im Endeffekt getriggert und ausgelöst oder generell die Dreamcast. Ja. Mein guter Freund Kenji damals, so habe ich ihn genannt, das war sein Nickname auf ICQ, der gute Robert, kommt aus Österreich, ist auch immer noch aktiv im Maniac Board. Und alles und man hat sich also noch nie aus den Augen, hat sich dann nie aus den Augen verloren. Aber damals haben wir uns dann über die Dreamcast ausgetauscht und er hat mir halt von Sakura Taisen erzählt und ich musste das unbedingt sehen, weil er hatte eine japanische Dreamcast. Und ich bin dann nach Österreich gereist und zu dieser vollkommen fremden Internetbekanntschaft und habe dann halt 3 Tage bei ihm einfach gelebt und mit ihm Dreamcast gezockt. Das war großartig. Und später hat er mich dann besucht und dann haben wir halt bei mir nochmal ein bisschen weitergemacht. Und so bin ich ganz viel auf diesen japanischen Trip gekommen, weil er hat mit aus dem Internet ausgedruckten Fanübersetzungen das halt gespielt. Also immer versucht, so ein bisschen Japanisch dabei zu lernen und nebenbei gelesen, was auf Papier gedruckt war, um so sich durch das Spiel zu hangeln. Jetzt weiß ich auch, womit ich das LOL gerade vergleichen wollte. Entschuldigung, das soll ich jetzt nochmal kurz einschieben. Aber gut. Du kennst doch bestimmt Spore, ne? Spore kenne ich, klar. Genau, und LOL ist im Grunde genommen dasselbe in gut und japanisch und bizarr. Oh, und ein bisschen mehr Räumen. Also es geht auch um Evolution und so etwas. Das ist mir gerade eben eingefallen, dass der Vergleich am besten passt. Packst du mal auf die Liste, wenn dich sowas interessiert. Das auf jeden Fall, na klar. Also es gibt ein paar, was ich auch empfehlen kann, nochmal ganz kurz, wo wir bei japanischen Spielen, es gibt noch so einen Plattformer, so einen Märchenplattformer, der heißt Nappletale. Den kenne ich, Das kennst du, ne? Mhm. Und das ist ein super interessantes Projekt. Davon habe ich mir dann später auch die Soundtracks und so gekauft. Also ich habe da viel zu spät von erfahren. Und das ist ein richtig cooles Projekt, weil es damals schon in den 2000ern eins war, wo alle Leads in dem ganzen Team Frauen waren. Also die Komponistin, die Studio, die Designerin und alles und so, das waren alles Frauen. Und es ist ein ziemliches Prestigeprojekt in dem Sinne so. Das war ziemlich ungewöhnlich, weil zu der Zeit das eine sehr, sehr männerdominierte Szene irgendwie war. Man könnte argumentieren, dass es heute leider auch noch so ist. Aber Nappletale ist komplett von weiblichen Designern gemacht. Musik, alles, Story und so, komplett. Und fühlt sich deshalb auch gerade in diesem Kontext, in diesem 2000er-Kontext, komplett anders an. Also es ist so ein sehr, sehr ungewöhnlicher Flair, den man so in anderen Spielen irgendwie nicht gesehen hat. So. Und ich würde sagen, das feministische
Dreamcast-Spiel und das ist auch richtig cool. Also es hat einen sehr, sehr so einen bizarren Märchenstil, so würde ich das beschreiben. Es sieht so ein bisschen aus wie aus einem Märchenbuch, aber so aus einer japanischen Perspektive. Also es ist wie so die Sicht auf westliche Märchen aus japanischer Sicht, wenn das irgendwie Sinn macht. Und ja, das ist super cool. Hat auch eine sehr, sehr interessante Musik und hat zwei Soundtrack-CDs interessanterweise bekommen. Also so eine zwei CDs, die irgendwie hintereinander ausgekommen sind. Das ist für Japan nicht so ungewöhnlich, dass manchmal... Genau, da gibt es immer Arranged-Soundtracks hinterher noch, nachdem der normale Soundtrack rausgekommen ist. Das fand ich richtig cool, das Ding. Und das ist auch über Jahre später ist es erst so an Bekanntheit bekommen, weil die Leute haben einfach nicht so richtig realisiert, was für eine Art von Projekt das ist. Und ein bekannter Name ist zum Beispiel Yoko Kanno. Die hat die Musik dazu gemacht, die man ja mittlerweile auch aus anderen Sachen irgendwie so kennt. Apropos gute Musik, was sagst du denn zu den etwas mainstreamigeren Titeln wie das hier, Skies of Arcadia? Mega, mega. Ich muss dazu sagen, ich habe später den GameCube-Release dann gespielt, weil der erweitert war. Ne? Dann habe ich erst den gespielt, aber es hat... Aber sah zum Beispiel auch schlechter aus als die Dreamcast-Version, weil hier die Texturenqualität auch hochauflösender war. Und das andere ganz bekannte JRPG, natürlich der Nachfolger von Grandia 2 auf der Dreamcast. Ein geniales Spiel, was hinten raus extrem gut wird. Und das habe ich natürlich nicht auch. Nicht den HD-Port, der jetzt rausgekommen ist, kaufen. Nee. Nicht, nein, tut's nicht. Lieber die Originalversion, weil die da sind, die visuellen Sachen halt auch richtig. Mit Music Selections, guck mal, auch mit Musik direkt drauf in der japanischen Version. Also ein Nachteil an diesen ganzen Dreamcast-Höhlen, muss man leider sagen, ist, dass die ganz schön schnell kaputt gehen beim Transport. Ja, das stimmt. Also es gibt immer, wenn man so Physical-Sammler ist, und ich mag Physical-Games ja immer noch ganz gern, ist das so, dass man im Laufe der Zeit die Schwächen der Verpackung kennenlernt. Also gerade die europäischen Dinger, man sieht es ja auch bei Crazy Taxi, das ist direkt in zwei Teile. Die sind total, ich weiß nicht, das ist so ein sehr, sehr empfindliches Plastik. Also es wirkt eigentlich stabil, aber es bricht unheimlich schnell ab. Und ist beim Transport auch immer kaputt gegangen. Sowas gibt es immer bei jeder Konsolengeneration. Bei PlayStation-Spielen ist es zum Beispiel so, dass die immer aus der Hülle fallen aktuell, aus diesen blauen Hüllen. Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur auf Dreamcast irgendwie wäre, aber da weiß ich noch, dass es kaputt gegangen ist. Und die US-Version und die japanischen Versionen, die sind einfach normale CD-Hüllen gewesen. Die kann man sehr leicht ersetzen, aber wenn du europäische Fassung irgendwie hast, dann ist es schwierig, dann an Ersatzhüllen ranzukommen. Vor allen Dingen jetzt, also jetzt sind halt die meisten Lots irgendwie auch wirklich aufgekauft. Also du kriegst jetzt nicht mal eben so für 5 Euro ein neues Dreamcast-Spiel. Nee. Wo wir gerade bei Preisen sind, das ist, glaube ich, mein wertvollstes, was ich habe im Original. Fatal Fury, Mark of the Wolves. Ja, davon habe ich nur die Neo Geo Mini-Version. Und auch das ein Arcade Perfect Port gewesen, auch der unterstützt zum Beispiel die VR-Box. Mark of the Wolves ist genau, ein Spiel, Grow das gibt es portiert für alles. Also das könnt ihr auch... Dadurch sind die Preise auch ein bisschen gefallen, aber dennoch, das ist halt nicht sehr weit verbreitet und ich glaube, es müsste mal, neben Shenmue, das ist natürlich auch viel wert, wenn man das... Aber ich habe das erst vor ein paar Monaten, habe ich das in einem Kurs, wo wir über Balancing in Spielen, also ich doziere Game Design und da haben wir über Balancing gesprochen und da habe ich dieses Spiel mal die Leute spielen lassen, weil das ist perfekt gebalanced. Es gibt kein Prügelspiel, das so gut, das wird auch heute immer noch gespielt auf Tournaments und ist einfach, spielt sich auch einfach perfekt. Also es ist zusammen mit Last Blade auf der Konsole und natürlich Street Fighter 3, Third Strike, auch ein hervorragendes Spiel. Ja. Da fehlte das Balancing, glaube ich, ein bisschen, aber technisch, wenn man nur Ryu kennengespielt hat, so wie mein Bruder und ich, ist gerade Third Strike auch ein hervorragender Brawler. Ja. Das Spiel, ich habe es übrigens gerade in die Namen verwechselt, also über Lack of Love haben wir gerade gesprochen. Das ist das Life Evolution Game. Das Spiel, wo man aufwacht in dieser futuristischen Welt, heißt Elemental Gimmick Gear, habe ich mich vertan. Ah, okay. Egg wird das abgekürzt wie das Ei. Elemental Gimmick Gear. Ich bringe die beiden immer durcheinander, weil ich die so in einem Dunstkreis damals kennengelernt habe. Fantastisches Spiel. Ist halt super surreal, ganz bizarr von der Aufmachung und so. Davon gibt es auch eine nordamerikanische Version, glaube ich, und gibt es also insofern auch auf Englisch und hat mir extrem gut gefallen. Ist eines der coolsten Action-Rollenspiele, würde ich sagen, weil es gibt halt auch so Boss-Battles und so etwas. Und für sowas war die Dreamcast perfekt. Dafür habe ich das wirklich geliebt. Ebenso perfekt bei den Beat'em-Ups muss man, glaube ich, als letzter, und dann haben wir alle genannt,
noch Dead or Alive 2 genannt werden. Das war auch. Wo man das alte mal auf 99 gestellt hat, ne? Ja, genau, natürlich. Da hat man das alte auf 99 gestellt für die besonders gute Simulation der weiblichen Brust. Ja. Und Dead or Alive 2 hat aber auch technisch außerhalb dieser Simulation überzeugt und mit der Zerstörbarkeit der Stages und den Multi-Levels, denn man konnte sich so runterschubsen und dann war nicht Ring Out oder so wie bei Virtua Fighter, sondern es ging dann halt auch weiter tiefer im Level irgendwo weiter und man hat da dann weiter gekloppt. Dazu das Kontersystem, also Dead or Alive 2 habe ich sehr, sehr viel und sehr gerne gespielt. Wenn ihr euch fragt, zusammen mit Soul Calibur natürlich. Wenn ihr euch fragt, warum so viele Leute das heute noch in Spielen einbauen, Bounce für Physics. Es ist der technische Aufwand, das zu machen, ist ein paar Minuten. Ich habe ein Tutorial gesehen, also wenn du das zum Beispiel mit Unreal machen möchtest und die Charaktere sind halt auch gerickt und haben halt auch am, zum Beispiel einen Brustbereich einen Rig, dann sind das dauert 2 Minuten, das einzubauen. Deswegen, es ist gar kein. Aber damals war es halt revolutionär. Die Leute kannten nur die dreieckige Brust von Lara Croft und vielleicht halt die von der eigenen Mutter von damals noch in Erinnerung. Und dann war das natürlich eine Besonderheit. Das Spiel ist wirklich sehr deswegen im. In aller Munde gewesen. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich, also das haben wir ja auch tatsächlich im Laufe der Spielerei ein bisschen reduziert. Na klar. Aber es war damals, wenn du Teenager bist, natürlich dann schon so ein Kaufargument. Und deswegen wurde das natürlich auch gemacht. Und Es ging dann in Dead or Alive Beach Volleyball eine Generation später. Stimmt, das erste war zum Xbox, Extrem ne? gegangen. Genau, das erste war Xbox. Ja, genau, Xbox. Ja. Also es gibt noch sehr viel mehr Dreamcast-Spiele und auch, wie gesagt, ein paar neue, die jetzt die generell rausgekommen sind. Also es gibt so Sachen wie Dax zum Beispiel ist ein Shooter. Es gibt sehr, sehr viele Shooter, die später gekommen sind. Also nachdem die Dreamcast schon lange, es gibt eine sehr, sehr große Indie-Szene. Intrepid Izzy ist das letzte Dreamcast-Spiel, das ich gekauft habe. Das ist ein Plattformer mit so einem Mädel. Sieht so ein bisschen Gina Sisters mäßig aus, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt immer wieder mal so kleinere Releases dafür. Die sind nicht alle super geil. Es ist aber cool, dass generell die Konsole einfach immer supported wird und die ist vor allen Dingen auf so Retro-Messen immer noch ein Gespräch, weil diese Spiele dann auch immer wieder im Urlaub sind und weil das Hobby-Enthusiasten sind, die damit arbeiten. Das berühmteste Dreamcast-Spiel in dieser Szene ist Sturmwind. Kennst du das? Na klar. Ja, selbstverständlich habe ich das auch. Ist auch, glaube ich, aus Deutschland. Ne? Das hat jemand in Deutschland gemacht, deswegen auch hence the name. Yep. Und das wurde aber später dann tatsächlich auch noch portiert. Also wenn euch das interessiert und ihr habt keinen Dreamcast und ihr mögt aber ganz gerne so, so Shoot'em-Ups, dann gibt es das auch mittlerweile, glaube ich, für Switch und für viele andere Konsolen in so einer HD-Version, wo dieselben Assets nochmal hochgelöst waren. Also es ging da los, als die Konsole dann tot war. Ein Jahr später kam noch Ikaruga raus, wenn du dich daran noch erinnerst. Allerdings nur in Treasure. Japan. Ja, genau, von Treasure. Ganz hervorragender Vertical-Shooter. Da konnte man also auch den Fernseher auf die Seite kippen in den Tate-Modus, um dann mehr von der horizontalen Spielfläche zu haben. Ein großer Spaß. Ein Monitor bei mir ist drehbar. Also ich habe so einen großen 3D-Fernseher und den habe ich tatsächlich auf so einer Halterung gedreht. Und dann kann ich dann, je nachdem, wie ich den benutze, kann ich den auch zur Seite drehen. Und der Tate-Modus ist eine Wonne. Machen ja auch einige mit der Switch, wobei ich das dann immer bei Mobile so denke, da ist eh schon alles winzig klein, ob das jetzt noch so viel bringt, die Switch da irgendwie rumzudrehen. Border Down ist noch eins der berühmten Dinger, die später rausgekommen sind. Chaos Field kennt vielleicht der ein oder andere. Genau, also da gibt's viele, gerade so die Shoot'em-Ups gibt's relativ viel, Bullet-Hell-Shooter sind eine Menge rausgekommen, Mars Matrix zum Beispiel von Capcom, ganz fantastisches Ding und dann sind halt auch, da sind einige Indies dann hinter, NG Dev ist ein Indie-Entwickler, der mir da jetzt einfällt. Der sehr viele solcher Spiele dann auch gemacht hat und so und die Fahne da auch sehr, sehr lange hochgehalten haben, was diese Art von Games irgendwie angeht. Da kann man sich wirklich nicht beschweren und es ist super interessant, wie die Modding-Szene halt auch nachher dann darauf wirklich eingegangen ist. Ne? Also dann sind da, weil die Dreamcast, so geil die auch war, hatte dann natürlich aufgrund des frühen, also wir reden ja vom Jahre 2000, da war nicht alles perfekt und die Technik ist weitergegangen. Und eins der Sachen, die zum Beispiel besser geworden sind im Laufe der Zeit, sind Lüfter. Lüfter sind eine sehr laute Konsole. Ja, ja.
Also du machst die Dreamcast an und der kleine Lüfter, der hat hier so einen sehr, sehr kleinen Schlitz an der Seite und dort, der ist nicht zu vergleichen mit den Lüftungssystemen, die wir zum Beispiel heute haben. Also wenn ihr euch kann man zum Beispiel, aber leicht modden mit einem Noctua-Modder. Genau, also Lüfter, nur mal so zum Vergleich. Also die Xbox Series X zum Beispiel hat natürlich, verbraucht natürlich auch mehr Strom und alles, aber das Problem ist, dass du da die Wärme irgendwie in irgendeiner Form ableiten musst. Und heutige Konsolen sind da sehr, sehr haben sehr, sehr gutes Lüfterdesign. Also auch wenn sie nicht ganz leise sind. Ich finde, die PlayStation 5 könnte ein bisschen leiser sein, aber grundsätzlich besser. Dreamcast, Katastrophe im Vergleich zu damals, zu heute. Mhm. Wirklich eine Katastrophe. Es ist auch so, das Laufwerk sehr, sehr laut und sehr, sehr störungsanfällig. Laufwerk. Super laut. Aber ich will dir kurz ein Kompliment machen. Deine ist noch sehr schön weiß. Du siehst ja, bei mir ist sie unten weiß geblieben, aber oben so total vergilbt. Und natürlich hat nie irgendwann in der Nähe ein Raucher oder so dieser Konsole gesessen. Ja. Es ist einfach das Plastik, was sich so verfärbt. Nicht mein einziger. Ich hab tatsächlich drei. Ah ja. Also eine, die an den Tate-Bildschirm angeschlossen ist, eine, die an den normalen Bildschirm angeschlossen ist und eine, die als Ersatz irgendwie, ne? Also ich hab mal zugeschlagen, als die gebraucht für so 50 Euro um den Dreh. Genau. Die waren auch irgendwann sehr, sehr günstiger. Ja. Noch günstiger teilweise und da habe ich zugeschlagen. Mittlerweile sind die sehr teuer und ich habe auch eine, die so aussieht wie deine, die sehr vergilbt ist. Das ist halt dieses Ding mit dem Plastik. Vor allen Dingen, wenn die lange in der Sonne steht, das hat mit Rauchen, glaube ich, gar nichts zu tun, sondern mit dem Lichteinfall, ne? Also wenn die Sonne da drauf scheint und so. Und der Lüfter war sehr klein. Wie viele Millimeter sind das? Ich glaube, 12 Millimeter? Ich glaube, 12 kommt hin, ja. Ja, und der ballert die ganze Zeit. Also der ballert wirklich. Hat auch so ein ekliges Fiepen da drin. So, ne? Und der ist laut. Und das hat vor allen Dingen bei so Horrorspielen wie Resident Evil so ein bisschen den Witz genommen, weil du hast dann vor jedem Jumpscare bemerkt, wie die CD nachgeladen hat. Auch das ist korrekt, ja. Gute Erinnerung. Also die ganzen Assets wurden dann ja reingeladen. So. Und wenn du nicht mit Kopfhörern gespielt hast, wusstest du immer ganz genau, jetzt gleich passiert irgendwas, weil das Laufwerk. Aber jetzt mach mal dein Laufwerk auf. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr neugierig. Sind diese Ruckler dann weg, wenn man es wie gemoddet hat, wie du, nämlich mit dem SD-Karten-Mod, dass man einfach die Spiele Images dann auf SD-Karte reinlädt und dann dort reinsteckt, ist die Zugriffszeit besser oder ist dieser Ruckler quasi? Du hast ja kein Laufwerk mehr. Also dann ist ja, ist sie also wirklich dann weg. Das ist ja geil. Okay, also cool. Was ich hier jetzt drin habe, ich hatte gerade eine gemoddete Dreamcast in der Hand und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und da habe ich das, du kannst so ein 3D-Adapter per 3D-Drucker so einen Adapter ausdrucken, um einen größeren Lüfter reinzutun, der größer ist. Da passt einer von Noctua jetzt rein. Und die Noctua-Lüfter sind, das sind sehr, sehr gute Firma, was Lüfter betrifft. Die beste vielleicht. Die machen super leise, aber kleine Lüfter, die kosten ein bisschen mehr. Das sind Edellüfter. Aber das kosten 40 Euro, über den wir da gerade sprechen. Ja, 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 also den hier, der hat 20, glaube ich, gekostet. Aber das lohnt sich total. Mhm. Und hier in diesen SD-Karten-Adapter ist halt so ein kleiner, da kannst du das normale Laufwerk austauschen. Also das ist normalerweise ein CD-Laufwerk und dann kannst du so einen SD-Kartenadapter reinmachen. Ja. Und was ich hier jetzt zum Beispiel reingemacht habe, ist so ein Kartenleser. Also du kannst halt auch noch so Modding-Teile irgendwie holen, dass du zum Beispiel so eine das Ding halt rausnehmen kannst und dann kannst du auch aus dem 3D-Drucker so ein Inlay reinpacken, sodass deine SD-Karte, dass es halt vernünftig aussieht. Normalerweise ist da eine Platine zu sehen, wo so ein SD-Kartenleser drauf ist. Das kann man natürlich auch so lassen, wenn man die Konsole nie aufmacht, aber ich wollte jetzt diese extra Meile gehen und dann nochmal so ein bisschen das ein bisschen hübscher machen, ne? Dass es halt irgendwie auch ganz gut ist. Und es dann gibt die Frage, laufen da alle Spiele mit? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage oder Feststellung natürlich für alle, die uns jetzt nur zuhören können. Man sieht es offensichtlich, aber wenn man es nicht sieht, weiß man es nicht. Es ist natürlich eine Modifikation, die nicht umkehrbar ist. Wieder, also doch. Man müsste alles, klar, man kann es umbauen, aber du kannst jetzt damit keine DVDs, keine GD-ROMs lesen. Nee, natürlich. Also die ist ohne Löten oder ohne irgendwas kaputt zu machen. Also im Prinzip kannst du die Platinen einfach tauschen. Das ist und das ist sehr einfach, wirklich sehr einfach. Also wer einen PC schon mal aufgemacht hat, der kann auch eine Dreamcast reparieren. Du kannst du kannst die Sachen wirklich wie ein PC auseinanderschrauben. Da hat Sega was sehr, sehr richtig gemacht, nämlich die Reparierbarkeit des Geräts so hergestellt, dass ihre Eigenlauf-Support natürlich die Geräte auch sehr schnell reparieren kann. Aber auch für die Modding-Szene ist es sehr gut, weil man dann halt solche Sachen hat. Und was ich hier noch drin habe, ist noch, das siehst du hier hinten, ist ein neues Netzteil, weil das Netzteil, das alte, ist auch relativ laut gewesen und jetzt kannst du eins einbauen, wo du dann halt mit so einem Netzteiladapter irgendwie dran gehst. Ne? Und also, dann hast du den Serial-Port auch noch bedeckt. Genau, und den Serial-Port habe ich jetzt, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil das habe ich mir erst vor ein paar Wochen gekauft. Da gibt es noch so einen Adapter, da kannst du eine SD-Karte
mit dem Serial Port verbinden und dann kann man dann zum Beispiel, es gibt so ein Betriebssystem, sowas Linux-mäßiges für die Dreamcast, kannst du drauf fahren. Habe ich mir vor Deluxe geholt, weil das nur ein paar Euro gekostet hat, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, man kann da auch theoretisch Spielstände zum Beispiel drauf speichern, was eine ganz, ganz coole Sache ist. Hier läuft ja Proton drauf und dann kannst du aktuelle Spiele spielen. Genau. Also, was ich daran Also, nur mal kurz deine Frage zu den Spielen. Die Spiele, die ich ausprobiert habe, haben fast alle funktioniert. Also, es gab ein paar Ausnahmen, die gingen nicht mit der SD-Karte. Da gibt's aber auch so Listen in der Modding-Community, wo du Kompatibilitätslisten einsehen kannst. Das ist so ähnlich wie die Mods, die es auch für PlayStation oder so gibt, dass ein paar Sachen so besondere Modis haben, die nicht gehen. Die Spiele, die ich spielen wollte, die gingen alle. Also, ich habe jetzt zum Beispiel kein NBA oder so ausprobiert, weil das nicht mein Ding ist. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das zum Beispiel nicht funktioniert. Aber praktisch ist, also normalerweise brauchst du halt auch immer so einen Reset-Knopf und du kannst dir auch so einen kleinen Reset-Knopf dann zum Beispiel ausdrucken, um zum Beispiel die Konsole und die SD-Karte auch zurückzusetzen und so. Und das ist super praktisch. Es hat einfach einen 3D-Druck, gibt es online auf Thingiverse oder so, wo ihr die ganzen Sachen ausdrucken könnt. Und das mit dem Netzteil, das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, weil dadurch wird das Gerät auch nicht so warm, weil das alte Netzteil wird halt relativ warm. Da kannst du jetzt einfach das PlayStation-Netzteil ranmachen, ne? Weiß ich nicht, aber ein 12-Volt-Netzteil ist es auf jeden Fall. Das müsste das sein. PlayStation 2. Ist PlayStation auch 12 Volt? PlayStation 2 hat, glaube ich, 12 Volt. Aber das ist halt, das ist auch ganz cool, weil dann hast du, also damit kannst du dann halt eben, das ist ein bisschen modularer und du nimmst die Wärme natürlich raus, ne? Also dadurch hast du hier drin jetzt nur den, ich weiß gar nicht, welche Komponenten, aber das eigentliche Netzteil ist ja dann ausgekoppelt außerhalb der Konsole, was dieses ganze Gerät dann auch ein bisschen nicht ganz so warm macht. Also nicht, dass es, weil es gab früher bei einigen Revisionen ja das Problem, dass die tatsächlich zu heiß geworden ist. Also dann ist die einfach ausgegangen und das ist mir seitdem nie wieder passiert. Also von daher war das das beste Argument. Und die Teile sind nicht teuer. SD-Kartenadapter, kommt drauf an, wo man es holt. Also es gibt die Originale von den Originalmoddern. Wer das unterstützen möchte, muss ein bisschen in die Tasche greifen. Die kosten so, haben damals um den Dreh 100 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wo die Preise jetzt sind nach der Pandemie. Und es gibt aber dann, selbstverständlich, weil das alles, weil Schaltkreise kannst du nicht patentieren und so, gab es ganz viele Händler in Hongkong und so, die das dann nachgebaut haben, die Schaltkreise genommen haben und das hat dann so um den Dreh 50 Euro gekostet. Und auch diese Netzteile und so. Also ich habe, glaube ich, für das ganze Modding hier so 120 Euro ausgegeben mit Einfuhr und so. Und das war jetzt nicht so wahnsinnig teuer, plus 3D-Druck halt. Ich hatte damals keinen 3D-Drucker, das musste ich dann in Auftrag geben, aber der 3D-Druck, der kostet dich dann auch nicht so viel Plan. Du hast ja gerade gesagt, Linux-Betriebssystem kann man da dann alternativ jetzt drauf machen durch deinen Dongle hinten im Serial Port. Standardmäßig war Unterstützung von Windows CE, was vorne auch auf jeder Dreamcast prangt. Kein Merkmal, auf das man sonderlich stolz sein sollte, denn damals die Spiele, die in diesem Kompatibilitätsmodus, den Sega eingebaut hat, um halt Portierung vom PC leichter zu ermöglichen, die waren alle eher schlecht. Also ich erinnere mich da an die Tomb Raider-Teile zum Beispiel, die haben dann geruckelt, weil sie einfach nur so billig portiert wurden und dann durch diesen Windows CE-Layer, so will ich es mal nennen, durchgeschoben wurden und alle Windows CE, sobald das irgendwie auf einer Packung war, da war ich direkt abgeturnt, weil ich wusste, das ist dann technisch eher nur so mittelmäßig, so lieblos gemacht. Ja, hat mich auch immer irritiert, das Logo da drauf. Also vor allen Dingen, Windows war damals ja auch noch nicht so gut. Also viele argumentieren, dass Windows erst so mit Windows XP und Windows 10 so gut geworden ist. Über 11 wird viel gemeckert und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Und das war tatsächlich merkwürdig, das auf einer Konsole drauf zu haben. Ich habe aber auch ehrlich gesagt jetzt kein Windows CE. Spiel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Tomb Raider Last Revelation nicht gespielt? Aber ich glaube nicht auf der Dreamcast. Das war der vierte Teil? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Vier oder fünf, ja. Vier oder fünf. Aber vielleicht kommen wir dann mal ein bisschen noch. Also, wir haben noch zwei große Schinken, über die wir natürlich reden müssen. Ich weiß nicht, wann wir das machen wollen. Wir können das Thema Shenmue jetzt machen. Oder, ja, lass es uns jetzt machen, weil jetzt lebt die Konsole noch. Und warum sind die überhaupt so verstaubt? Das sind meine teuersten Spiele. Ja. Die packe ich aber natürlich nicht mehr aus. Das sind quasi nur noch Sammlerstücke. Shenmue 1 und 2. Shenmue war von Yu Suzuki, ne? Und das ist ja eine Legende gewesen, auch schon bei Sega damals. Und sein großes Spiel, das war dann die teuerste Spieleentwicklung, die es bis dato gegeben hat, 1999 und 2000. Und als das rauskam,
das hat mir komplett den Teppich unter den Füßen weggezogen. Da war ich, habe ich mich komplett verloren in einem alternativen Japan von 1987 spielt das, glaube ich. Und ich habe das extrem genossen. Es gab auch damals schon Kritik am Gameplay, dass es halt zu langsam ist, dass es zu Adventure-mäßig ist und dieser Tagesablauf, dass man das halt so, man musste immer wieder zu Bett gehen und nach Hause gehen und so, das war halt alles damit drin. Für mich war das Immersion, pure Immersion. Ich habe am Gacha-Automaten gesessen, bin dort im Spiel in die Arcade gegangen, habe da dann Outrun gespielt und sowas. Großartigst. Und eine Technik, oh, zum Zungeschnalzen. Ich erinnere mich noch an die Werbe-DVDs, die es dann auch im Lauf gab dahin. Und auch auf dem Spiel selbst sind Werbefilmchen mit drauf. Die Gesichter, die fotorealistisch waren, ne? Also solche Gesichter mit solchen Augen, wo man reingezoomt hat und die Augentextur war halt so hoch aufgelöst, dass der Zoom so von den Äderchen in den Augen und der Pupille war und dann rausgezoomt ist und du dachtest so, wow, das ging halt nirgendwo sonst. So hochauflösende Texturen. Ja. Den gleichen Effekt, also ich erinnere mich da zweimal dran. Einmal dieses von Shenhua, das ist eine der Charaktere in Shenmue, mit diesem Auge und dieses Rauszoomen zum Falken und dann steht sie da an einem Cliff, wo das so beeindruckend ist. Und bei Ferrari 355 Challenge, da ist nämlich das Intro so, dass es ganz nah am Logo von Ferrari auf einem Testarossa klebt und du siehst das und du denkst so, okay, das ist halt ein geiles Foto von diesem Logo und dann zoomt es auf einmal raus und du siehst, das ist auf dem Auto und dann bist du auf einmal 50, 60 Meter weg von dem Auto und siehst, wie es aus der Garage fährt und auf eine Straße aus abbiegt und es ist halt alles nicht ein Kamera Schwenk, ein Zoom sozusagen mit einem Objektiv. Das ist was ich heute teilweise noch nicht mal in wirklich großen Spielen sehe, dass eine Textur auf die Entfernung so genial aussieht im Detail-Shot und dann die gleiche Textur bleibt, du zoomst raus und es ist trotzdem noch großartig hoch aufgelöst. Also Shenmue war auf jeden Fall... Du sagst Shenmue, du musst mir das mal erklären, wo du auf Shenmue kommst. Alle, die ich kenne, sagen Shenmue und japanische Trailer-Material sagt auch Shenmue. Dann sage ich Shenmue. Danke dir. Mir ist es egal. Shenmue ist auf jeden Fall das Dreamcast-Spiel, glaube ich, gewesen. Ja. Was selbst Menschen dann interessiert hat, die vielleicht mit Spielen nicht so viel anfangen konnten, die haben zumindest mal von Shenmue gehört und mitbekommen, dass da dieses Spiel existiert, das so in die Kategorien, in die Budget-Kategorien eines typischen Hollywood-Films irgendwie so reinreicht irgendwie. Und das hat natürlich dann für sehr viele Schlagzeilen gesorgt und dann gab es halt die ganze Presse, die hat halt dann halt auch außerhalb der Spielindustrie halt sehr viel über das Spiel gesprochen und gesagt, hier kommt dieses Game, ist das die Zukunft und so weiter und so fort. Und das war auch für damalige Verhältnisse einfach ein massives Paket. Also du hast das wurde ja ausgeliefert auf mehreren 3 GD-ROMs, glaube ich. 3 GD-ROMs, ja. Was schon sehr, sehr groß wirkte und in einer sehr edlen Packung, wurde auch angepriesen als eins der großen Blockbuster, was es am Ende auch war. Und was ich daran wirklich mag, also das Witzige ist, das wissen vielleicht ein paar Leute nicht, aber als Shenmue 3 kurz 2. vor Release oder war, 3 meinst du jetzt? Genau, okay. Der dritte Teil, als der kurz vor Release war, also das Kickstarter-Projekt, war ich tatsächlich mit Yu Suzuki mal für einen Tag in Aachen unterwegs. Nice. da war der auf der Gamescom, um das Spiel zu promoten und dann bin ich einen Tag vorher mit dem durch Aachen gegangen. Also ich habe mit ihm und da habe ich bemerkt, dass der Yu tatsächlich ein super reiseinteressierter Mensch ist. Also der wollte da unbedingt hin, hat gesagt, so wenn ich schon in Deutschland bin, dann muss ich mir unbedingt halt auch so eine traditionelle deutsche Stadt angucken und Aachen hat halt noch sehr, sehr viele von den alten mittelalterlichen Gebäuden. Er lief da rum und hat da sehr viele Fotos gemacht von Sachen, die für ihn komplett neu waren. Also zum Beispiel Kirchen und die ganzen typisch deutschen architektonischen Sachen, wo wir jetzt einfach nur so dran vorbeilaufen würden. Aber für den war das was extrem Besonderes. Und diese Liebe zum Detail und auch so diese Liebe zum Entdecken siehst du und merkst du einfach in jedem seiner Shenmue-Spieler. Du hast halt wirklich das Gefühl, du bist an diesem Ort, der jetzt gerade dargestellt wird. Du bist jetzt wirklich in Hongkong, du bist jetzt wirklich an anderen Orten, in dieser kleinen japanischen Stadt am Anfang und so. Und das war auch das, was mich eigentlich immer an Shenmue am allermeisten gereizt hat, weil so viele Spiele, die wirklich Japan so detailliert dargestellt haben, auch so... Auch in der Zeitepoche vor allen Dingen. Vor allen Dingen auch in der Zeitepoche. Das gab es einfach nicht. Also es gab keine vergleichbaren Spiele in der Form, zumindest nicht auf der Konsole zugänglich für alle Leute, die irgendwie jetzt nicht tiefer gegraben haben als bei obskuren PC-Spielen. Da gab es das schon, aber jetzt nicht so in dieser Qualität in 3D. Und das ist mir da wirklich aufgefallen. Also diese Korrelation,
Also ich habe mich immer gefragt, warum fasziniert mich das? Und ihn dann wirklich mal selber zu sehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das je verwenden wird, was er da in Aachen gesehen hat irgendwo, aber ihn zu beobachten und dann, ne, ich habe ihn halt begleitet als Pressemensch und ihn dabei gefilmt und so. Und das war super interessant, wie er diese Ornamente sich angeguckt hat, diese, als hätte er quasi Texturen für ein Spiel aufgenommen oder so. Weißt du? Also würde aber damit die Frage ist ja auch, hat er sich schon ein QTE ausgedacht? Weil das war ja auch eine der großen Kontroversen dann von dem Titel, dass die Actionsequenzen, ich habe sie hier einmal im Handbuch gerade drauf, die Minigames, sieht man da nochmal, Hang On, Space Harrier, genau, Outrun war ja gar nicht in diesem Titel, da war ja Hang On. Und auf der anderen Seite Forklift Driving und das QTE-Title. Da konnte man trainieren, weil jede Action-Sequenz immer mit einem simplen links, rechts, ausweichen, A drücken angekündigt wurde, was halt super aussah, cineastisch als Kinofilm, aber natürlich spielerisch keine große Herausforderung. Aber diese Minispiele sind vor allen Dingen aber auch in diese vielen Seitenaktivitäten sind ein Grund dafür, weshalb viele Leute das Gefühl haben, dass die Yakuza-Serie das Ganze im Geiste so fortgetragen hat. Ne? Es ist ja ein anderes Setting natürlich auch und so, aber du hast erstens diese Detailverliebtheit von den jeweiligen Orten, also die Orte sind halt in sich schon sehr, sehr gestaucht im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen. Dafür sieht aber jede Ecke wirklich anders aus und man hat das Gefühl, da hat wirklich jemand von Hand alles hingesetzt und gebaut. Also deswegen leben diese Spiele auch heute noch sehr, sehr von diesem Flair und natürlich diese ganzen Nebenaktivitäten mit dem Spielen und so weiter. Shenmue war das erste, das das wirklich gemacht hat. Und der dritte Teil hatte damals einen riesen Hype, weil diese Geschichte nie zu Ende erzählt worden ist. Also es endet mit so einem fetten Cliffhanger. Und die Story kam nie zu Ende. Man hat sich immer gefragt, wird es da eine Fortsetzung irgendwie von geben? Und Shenmue 3 erzählt die Geschichte trotzdem nicht weiter. Also es wird wahrscheinlich nicht ansatzweise so vorwärts. Das war ja mal ein Abenteuer, da weiß ich jetzt nicht mehr die genaue Zahl. Ich sag, zieh mir eine aus dem Allerwertesten und sage mal, das war auf 12 Kapitel ausgelegt. Und Shenmue 1 erzählt halt wirklich nur das erste und Shenmue 2 irgendwie, glaube ich, Kapitel 2 bis 4 und Shenmue 3 dann nur Kapitel 5 und 6 oder sowas. Also wir sind nicht mal bei der Hälfte der ganzen Saga und ich ziehe da hier gerade Shenmue 2 auch raus. Das ist für mich die größte Tragik, weil gerade das Ende dann von Shenmue 2, da geht es eigentlich so richtig los, wenn man dann auf einmal in diesen Tempel kommt und den Drachen sieht und alles. Das ist auch kein großer Spoiler, der Drache kommt schon im Trailer-Material vor, keine Sorge. Es ist großartig, ich liebe diese Welt. Ich habe auch jetzt, wo wir während des Casts, habe ich so unfassbar viel Bock gekriegt, doch vielleicht nochmal Shenmue im Stream durchzuspielen, irgendwie 1, 2 und 3 und dann einfach alle nochmal alles zu aktivieren. Vielleicht bringt das ja was, dass wir doch noch Shenmue 4, 5 und 6 bekommen. 3 hat ja gar nicht so gute Kritiken bekommen, aber ich fand 3 total charmant, weil das wirklich richtig ist halt so wie die alten Teile. Es ist genau wie die alten Spiele. Ja. Es ist wirklich wie ein Dreamcast-Spiel. Und ja, aus heutiger Sicht gibt es natürlich die moderne, also man muss auch sagen, die ganzen Titel, die danach kommen, die davon inspiriert waren, zum Beispiel das alles, ich habe vorhin Quantic Dream genannt, die machen natürlich die spielmechanisch besseren Sachen. Viel dynamischer. Also Detroit ist 1000-mal dynamischer und ich bin gespannt, was sie jetzt mit den Star Wars-Spielen machen und so und auch was Supermassive Games mit den Horrorspielen machen, mit Dark Pictures und so, das ist alles natürlich viel weiter. Sind aber viel linearer, muss man auch dazu sagen. Die geben einem halt nicht die Freiheit. Ich hatte in Shenmue immer mal auch Bock, einen Tag mir zu nehmen. Nee, heute gehe ich in die Stadt, gucke mal, was in den Shops ist, gucke mal, was überhaupt für Essen angeboten wird. Vielleicht esse ich auch noch was. Gucke mal bei den Sodas vorbei, gucke, was die Katze macht. Ne, man kann ja eine Katze da aufziehen im Park oder besuche meine Freundin oder sowas. Und das sind so Sachen, die hat halt GTA dann natürlich total revolutioniert, weil das ist auch genauso frei, da kannst du machen, was du willst. GTA 3 hat, glaube ich, Shenmue so ein bisschen das Genick gebrochen in vielen Ebenen. Ja, nicht nur, also GTA ist für vieles verantwortlich, nicht nur den Tod für Shenmue, aber für viele, viele, viele Serien. Aber es war auf jeden Fall, es ist immer noch legendär. Und selbst wenn man mit Shenmue überhaupt nichts anfangen kann, ne? Wenn man sagt, ist kacke, mich interessiert dieses Gameplay nicht, scheiß drauf. Ja. Hört zumindest die Musik. Oh. Die Musik ballert euch weg. Vielleicht ist es deswegen so groß in meinem Herz. Für mich ist Musik allgemein immer eigentlich so das Verbindungsmedium, wo ich dann teilweise auch auf Spiele nochmal aufmerksam werde und alles, was mich reinzieht, was mich lange begleitet. Den Soundtrack nehme ich jahrelang noch mit, aber nochmal spielen würde ich eine Sache vielleicht nicht nochmal, aber den Soundtrack habe ich oft mit dabei. Der Soundtrack von Shenmue, allein das Thema,
das geht so ins Herz. Es ist wundervoll. Also ich habe das auch, ich habe tatsächlich auch damals, also ich hatte nicht selber eine Dreamcast, ich habe mir erst Jahre später eine Dreamcast geholt, ich habe das immer mitbekommen, habe aber tatsächlich zuerst diese Musik gehört und mich dann direkt in diesen Soundtrack verliebt und wusste, ich muss das spielen. Nur wegen der Musik. Und das habe ich auch jahrelang mit mir rumgetragen, so diesen Soundtrack. Und das hat der Soundtrack, also gerade das Thema transportiert dieses Gefühl von Fernweh auch ganz gut. Ja. Weil eigentlich geht es darum, dass der Protagonist den Tod seines Vaters rächen möchte. Aber es geht eigentlich auch um Adoleszenz und darum, die Welt kennenzulernen und rauszureisen und erwachsen zu werden und so weiter. Und es ist so ein Gefühl von Fernweh, dass der immer drin ist, dass er immer so mitschwingt. Und das transportiert dieses Thema total gut. Und ist so im Prinzip auch das, was Shenmue so ausmacht. Weil jedes Kapitel spielt ja auch irgendwo anders, spielt genau. irgendwie in einer anderen Stadt und so. Und er lernt die Leute dort kennen, die haben eine ganz andere Kultur. Und dann kommt dieser Dorfjunge dann auf einmal in eine Großstadt irgendwie rein und lernt dann die Regeln und lernt Stapler fahren und so. Und das ist aber eine schöne Geschichte über das Erwachsenwerden. Und das transportiert dieser Soundtrack einfach ganz wunderbar. Das ist, wenn man den orchestriert hört, also der war nicht immer orchestriert, aber das war damals, die haben schon eine Orchesterversion, glaube ich, aufgenommen. Ne? Genau. Aber wenn gerade die Orchesterversionen sind wahnsinnig gut gewesen und haben, das war für mich einfach immer dieses Aushängeschild von Shenmue irgendwie. Melodramatisch. Aber lass uns noch zu einem Spiel, das für mich sehr gut dann auch den Bruch und das Ende und den Übergang symbolisiert, sprechen. Nämlich MSR, Metropolis Street Racer. Ja. Ein hervorragendes Spiel von, glaube ich, Bizarre Creations, genau so ist es. Hatte auch sowas dann wie eine offene Welt, zumindest dahingehend, dass es halt viele Städte gab, wo man dann die Stadtkurse abfahren konnte in tausenden Variationen, hat das Kudos-System eingebaut, dass man also, wenn man schon Erster geworden ist, nochmal ein paar Mal coole Slides um die Kurven gemacht hat, um halt mehr Punkte zu bekommen und von den Punkten hat man sich dann die weiteren Strecken und alles so freigeschaltet. Hatte auch eine Online-Anbindung, was ich halt großartig fand, um mich zu vergleichen, auch zum ersten Mal in irgendwie so Spielen weltweit. Das war ja was komplett Neues. Und diese Serie wurde dann ja später auf der Xbox groß fortgeführt unter dem Titel Project Gotham Racing. 1, 2 und 3 und 4. Gerade 1 und 2 noch super erfolgreich. Und Metropolis Street Racer hat halt auch so einen geilen Soundtrack, weil halt überall Musik, hier war sie noch selber erdacht, also hier gab es keine lizenzierte Musik, sondern die war komplett selbst gemacht, aber passte dann immer zum Beispiel nach Japan, nach England, nach New York oder wo man auch immer hier überall gefahren ist, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Stockholm, San Francisco, London, Tokio, so ist es. Auf jeden Fall hat das super gepasst. Ja, das ist das erste richtig geile Simcade Racing Game gewesen, das jemals rausgekommen ist. Also Arcade und Sim gab es ja vorher schon, aber diese Mischung aus beiden, diese perfekte Mischung, die man immer wieder spielen konnte und wo gerade dieses Kudos-System, mega gut. Das war damals revolutionär. Heute ist es natürlich Standard, aber Metropolis Street Racer war das erste Spiel, das es eingeführt. Und vor allen Dingen, was mir sehr gefällt, ich bin ein ziemlicher Nachtmensch, ich bin eine Nachteule und ich liebe es halt, ins Spielen nachts zu fahren. Und Metropolis Street Racer hat die geilste Nachtatmosphäre gehabt irgendwie. Nachts da durch die auch Städte geile zu Technik, cruisen. Also die Lichteffekte und alles. Teilweise bin ich auch da, obwohl ich ein Rennen gefahren bin, manchmal ganz langsam gefahren habe, einfach diesem Radio, die hatten ja auch richtige Radiostimmen, so wie GTA, ne? Und wir müssen uns das immer vor Augen führen, das ist alles prä-GTA 3, ne? Und da gab es sowas gar nicht. Und diese ganzen Details, ne, die Shenmue gebracht hat, die MSR gebracht hat, die fließen dann so in GTA 3 zusammen, was mir natürlich auch total weggehauen hat. Als das dann 2001 rauskam auf der PlayStation 2, war ich hin und weg. So ist es gewesen. Ja, klar, aber das war da, also mit MSR, vor allen Dingen Bizarre Creations war nicht wirklich immer noch eine Träne hinterher. Die sind, also ein paar Mitglieder davon haben Lucid Games dann später gegründet. Die haben dann zum Beispiel Geometry Wars 3 noch gemacht und das Destruction All-Stars. Da lebt so ein bisschen dieser Bizarre Creations-Vibe noch so mit so. Also mir haben die beiden Spiele auch gut gefallen. Aber vorher war das letzte Spiel unter dem Banner von Bizarre Creations halt Blur. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsrennspieler. Ja.
Und ich, MSA war schon ziemlich gut, Blur war noch ein bisschen mehr so. Ich fand tatsächlich die Fortsetzung von MSA dann cooler, also die gerade 3 und 4. Genau, vom ich Project fand 2 am besten, interessant. Okay. Ja, ich fand 3 und 4, also 3 auch wegen, 4 auch vor allen Dingen wegen den Bikes. Ich weiß gar nicht, wo die waren, 3 oder 4? 4, 4. Das hat für mich dann so ein bisschen kaputt gemacht, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich fand Bikes super geil, aber ich mag die, also sie sind alle gut. Also das ist jetzt gar keine Frage. Die sind Frage. Alle gut, das stimmt. Die sind alle gut und Project Gotham Racing war ja quasi im Prinzip die Fortsetzung von MSA. Und, ja, und aber, Microsoft hat da halt eine krasse Taktung reingebracht, muss man sagen. Ne? Das ist das, was ja auch, was wir mit Forza dann gemacht haben, was viel zu übertrieben ist. Project Gotham Racing war halt ein absolutes Happening, 1 und 2. Die Trailer dazu, gefeiert im Internet. Ich habe noch die WMVs runtergeladen von IGN und alles auf meinen Platten liegen, weil ich so gehypt war für die Dinger. Und dann kam halt auf einmal so schnell Project Gotham 3 und noch Project Gotham 4 und alles hinterher. Das war mir einfach zu viel und das hat die Serie dann auch so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. So ähnlich, wie sie es mit Forza auch nicht hinkriegen, weil sie es zu oft immer wieder ähnlich auf den Markt bringen. Ja, das war dann einfach ein bisschen zu viel. Und und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu Xbox. Genau. Denn als dann klar wurde, dass die Dreamcast ein Misserfolg wird und dass so Sega quasi da raus musste aus dem Geschäft. März 2001. Genau, haben sie es dann halt auch wirklich angekündigt und gesagt, das wird jetzt so. Haben sie ein paar Projekte rübergerettet zur Xbox. Also zum Beispiel Panzer Dragoon Orta ist ein Spiel, das ursprünglich sollte das für Dreamcast rauskommen, ist dann für Xbox rausgekommen. Toy Jam and Earl 3 zum Beispiel. Sega GT, weiß nicht, wie die Fortsetzung heißt, aber auf jeden Fall die Fortsetzung von Sega GT kam dann zum Beispiel auch, raus. Ja. Es gab ich glaube, Sega GT 2002 hieß das einfach nur. Ja, dann Crazy Taxi 3 gab es zum Beispiel nur für die Xbox. High Roller oder so heißt das. Und noch so zwei, drei andere. Jet Set Radio Future natürlich. Ja, wir haben über Jet Set Radio nicht gesprochen. Jet Grind Radio in Japan. Ja. Großartiges Rollerblade. Und wie heißt das, wenn man so sprayt? Du meinst Graffiti? Graffiti-Spiel. ganz abgefahrener Stil, super geil. Und das gab es halt mit Jet Set Radio Future dann auch nochmal ein bisschen toller technisch. Mir hat es aber lustigerweise auf der Xbox dann alles irgendwie weniger Spaß gemacht. Genauso wie Sonic Adventure, das wurde dann ja auch noch geportet und alles. Sobald dieser Sega-Flair ging irgendwie so ein bisschen verloren, als das alles auf den anderen Konsolen kam. Ich war zwar froh, dass es das noch gab, aber dieses ganze Feeling, dass ich mit der Dreamcast ja zum ersten Mal auch so richtig eingesaugt habe, weil ich war nicht der größte Mega Drive-Fan vorher oder hatte auch zu der Zeit eigentlich keinen Sega Saturn, das habe ich alles erst später nachgeholt. Mhm. Und das ging komplett verloren. Und der Peter Moore, der ja wie gesagt Sega of America war, der ist dann auch rübergegangen zu Microsoft und hat halt ein paar seiner Sachen dann noch mitgenommen. Aber eigentlich vieles, Shenmue wurde ja auch noch geportet, dann mit englischen Stimmen auch und ach, das war alles nicht so meins. Ich bin da tatsächlich ganz froh, dass die Sachen noch gekommen sind. Also klar hätte ich lieber auf der Dreamcast selber gesehen. Ich bin aber froh, dass die jetzt nicht eingestampft wurden. Also ich fand nämlich alle genannten Titel, da gab es noch eins, Gun Valkyrie zum Beispiel, finde ich auch mega geil. Großartiger super geiles Titel. Ja. Mecha Waifu Action Game, macht super Bock. Das ist und halt Panzer Dragoon Orta, da bin ich super dankbar für, dass das noch rauskommen durfte, weil das ist für mich eins der besten Ray-Shooter, die je rausgekommen sind. Das ist so Ray-Shooter im Sinne von, wer jetzt nichts damit anfangen kann, Star Fox zum Beispiel, ist so also die alten Star Fox-Teile, wo man noch nicht so frei rumfliegen kann, wenn man so auf Schienen in eine Richtung quasi fliegt, das ist Ray-Shooter. Und Panzer Dragoon ist, also das, die waren eh schon immer cool. Die zusammen Dragons, mit Sin and Punishment eigentlich die besten, die man immer mal wieder reinlegen kann und einfach Orta ballert. Kann. Und es gibt ein Remake von Orta, für die jetzt suchen. Es gibt ein Remake, das ist auch nicht schlecht. Es ist aber nicht die Originalversion, die damals rausgekommen ist, weil es gibt halt von Sega noch so eine, halt die Originalfassung, die ist, glaube ich, auch sogar abwärtskompatibel. Also ich glaube, die müsste man jetzt auch auf allen Konsolen spielen können, wenn man die digital kauft. Also holt euch beide. Holt euch beide, um das zu supporten, weil die Remake-Version ist immer für 2,50 im Angebot und die kann man dann noch mitnehmen. Die fühlt sich nur nicht ganz so. Nee, stimmt gar nicht. Das Orta ist der dritte und dann gibt es ein Remake von dem allerersten Panzer Dragoon. Ich glaube, so war das, ne? Ich glaube, so ist es, ja. Ja, so war das gewesen, sorry.
Aber das war, dafür bin ich eigentlich ganz dankbar. Also ich habe gar keine Verbindung zu der Xbox sonst gehabt. Und ich hatte die damals auch nicht. Also ich habe kein damals, Halo gespielt? Nee, ich habe damals eine PlayStation gekauft. Also es war so, da war ich Schüler und da hat man nicht die Kohle dafür. Also ich habe dann einfach eine PlayStation 2 gekauft, weil die Spiele haben mehr zu mir gesprochen. Da gab es halt Horrorspiele, da gab es Silent Hill 2. Also da gab es damals den Xbox-Port. Ah, dieser japanische Flair zumindest noch, ne? Den man dann ja, also gerade die Horror-Games haben mich, also die begleiten mich mein Leben lang und auch damals schon so, hat mich das immer angezogen. Und als ich dann so Sachen wie Haunting Ground und Forbidden Siren und Ghost Hunter gab es damals zum Beispiel, ein vergessenes, richtig gutes Spiel. Da gab es so viele gute Horror-Titel allein deshalb. Und Ratchet und Clank und Jack and Dexter haben mich total überzeugt. Und dann habe ich auch und irgendwann habe ich Burnout gespielt. Das hat mich dann auch rübergezogen. Burnout 2, Burnout 2 konnte ich auswählen. Das kam aber überall. Burnout 2 hätte auch bei Xbox spielen können und da war es auch die schönste Version. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich die PlayStation-Version gehabt, aber das war dann so für mich, okay, ich kann alles, was ich spielen will, da drauf. Ich habe natürlich diesen Krieg dann mitbekommen, den Konsolenkrieg, irgendwie so, oh, jetzt hier kommt Killzone, der Halo-Killer. Und alle haben dann Halo gespielt. Und Halo hat bei mir aber nie gezündet. Also ich fand die Musik sensationell geil. Das war das, was mich an Halo immer am allermeisten interessiert hat. Die finde ich auch heute noch wahnsinnig gut. Und den Komponisten haben sie gefeuert. Nein, wie schlimm, ey. Aber wirklich, gerade von Halo 1, das ist so gut. Das ist wahnsinnig gut. Und die Physik, muss man auch sagen, die war von Halo einfach revolutionär. Dann zu der Zeit, wenn du da die Granate unter den Buggy geschmissen hast und der dann geflippt ist und irgendwo oben wieder gelandet ist. Diese ganzen schönen Videos mit Red vs. Blue, die daraus ja entstanden sind. Nie gezündet. Also es war irgendwie nicht ganz das. Also ich musste auch sagen, dass mir dieser Gritty-Stil von Killzone, obwohl das technisch das schlechtere Spiel natürlich war, das hat mir dann mich mehr angesprochen einfach. Das war zu der Zeit, wo ich lieber diese dunklen Sachen haben wollte. Ich habe dann Jahre später diese Neuauflage, diese HD-Neuauflage, Anniversary-Version oder wie das hieß, von Halo dann ausprobiert. Und ich verstehe, also es ist nicht meins, aber ich verstehe, warum die Leute es gut finden. Also ich kann nachvollziehen, warum das so populär geworden ist, weil das muss ja im Multiplayer, gerade im Splitscreen, Knaller gewesen sein, das zu spielen. Ja, wir feiern aber ja heute 25 Jahre Dreamcast und da muss ich dir nochmal einen Klassiker ins Kamerabild halten. Kennst du diesen Klassiker von Capcom? Du hast Cannon Spike. Natürlich habe ich Cannon Spike, mein Lieber. Oh, verdammt, das ist das einzige Dreamcast-Spiel, was mir fehlt. Weil das unfassbar teuer ist. Ja, ist das inzwischen so teuer? Ey, ich habe das für 6 Euro mitgenommen. Oh, hast du ein Glück, ey. Oh, ist das gut. Ja, guck mal online. Ich glaube, da kannst du deine Rente mitfinanzieren. Ernsthaft? Ja, ich habe 200 Euro oder so. Also es ist ernst? Nein. Doch. Wow. Es ist ein gutes Spiel. Es ist nicht 200 Euro gut, aber es ist ein gutes Spiel. Ja. Es ist halt so ein Top-Down-Shooter. Wie kann man das am besten vergleichen? Ein Top-Down Ballerspiel mit Figuren, die halt jetzt so Twin-Stick-mäßig, ne? Ist mir jetzt auch nicht 200 Euro wert, ne? Also das ist, also wenn ich irgendwann mal drüber stolper, dann, und das kostet dann nicht mehr 20, würde ich es mitnehmen. Aber das davon kann man träumen, weil die Retro-Preise sind ja implodiert irgendwie. Genau. Und dann halt noch Jet Set Radio. Ich habe dieses Double-Pack mit Sega GT. Ah ja, cool. Ja. Da gab es irgendwie noch so einen Doppelpack. Ja. Ihr hört schon, wir könnten ewig über die Dreamcast reden. Es ist irgendwie, kratzen ja auch nur an der wichtigsten Oberfläche. Sachen haben wir aber gesagt. Ich will eine Sache, ihr seht, ich habe die Originale alle, aber das hier möchte ich durchaus auch, weil es zur Geschichte des Dreamcasts wichtig ist, einmal in die Kamera halten. So sah das dann aus, was halt leider auch dann möglich wurde, recht schnell. Ja. Le Mans 24 Stunden Dreamcast im Self-Boot, einfach auf eine CD. Da wurden dann ein paar Videos weggemacht und du konntest die Spiele halt sehr leicht schwarz kopieren, was der Konsole zusätzlich nochmal das Genick gebrochen hat. Ja, das ist durchaus Raubkopien. Vielleicht sollten wir dieses Thema nochmal kurz ansprechen. Ist natürlich ein großes Problem zu Lebzeiten der Dreamcast gewesen. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert in der heutigen Zeit der Spiele, weil wenn alles nur online verfügbar ist und die Server abgeschaltet werden, ist man ganz froh, dass es dann irgendwie noch so ein paar Piraten gibt, die dann zumindest eine digitale Kopie davon ablegen, weil es gibt ganz viele Titel, die aus Lizenzgründen nicht mehr zu kaufen sind. Hauptsache, wir haben das irgendwie verfügbar. Und jetzt bei der Dreamcast sagt auch keiner mehr was. Also bei der Dreamcast ist es so, Hauptsache, wir haben ein Archiv davon, es ist irgendwie abrufbar, das ist so eine, Sega geht ja auch nicht aktiv dagegen vor, die sagen, richtig. Okay. Also wir wissen dieses legendäre, diese Aura, die Dreamcast halt auch hat, das lebt halt, also unser Ruf, der Ruf der Dreamcast ist ja halt nur deshalb so groß, weil viele Leute auch nach dem Tod dieser Dreamcast immer noch Zugriff auf diese Spiele hatten und das kam auch nur durch Raubkopien, aber das hat natürlich
trotzdem vorher dafür gesorgt, dass das Gerät natürlich nicht diesen kommerziellen Erfolg hatte, den es eigentlich verdient hätte. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Und es war so einfach. Also damals gab es CD-Brenner schon. Ja. Und man konnte wirklich mit ein bisschen Geduld einfach die Sachen 1:1 rüberkopieren. Das war richtig mühelos. Du musst nur das richtige Programm haben. Es gab immer ein Patch halt, ne, damit es auf eine CD gepasst hat. Richtig. Richtig, ja, genau. Die GD-ROMs waren ein bisschen größer, glaube ich. 1,2 Gigabyte statt 750 Megabyte, genau. Okay. Also da musste schon einiges runterkomprimiert werden, teilweise Videos und so. Da hatte man dann Einschränkungen, aber die meisten Spiele waren kein Problem. Heute ist es allerdings so, wenn ihr jetzt auch den ganzen Kram nicht nachkaufen wollt, was tatsächlich viel Geld kostet, lohnt es sich, das hier zu benutzen. Ich halte die Packung vom Steam Deck gerade hoch, denn da kann man mit EmuDeck eine alternative Betriebssystemebene installieren und den Dreamcast-Emulator dort benutzen, der sehr, sehr, zu meiner Überraschung, sehr, sehr gut ist. Und da laufen viele dieser Spiele auf einmal dann in 16:9 mit 60 FPS relativ problemlos. Nicht alle, wohlgemerkt. Ich bin da gerade in einer Testphase und werde sicherlich im nächsten Bunch auch nochmal berichten, wie da jetzt die Dreamcast-Emulation läuft. Aber ja, das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um diese Titel jetzt noch zu spielen. Wenn ihr sie denn natürlich vorher bekommen habt und vom Original runterkopiert habt. Über den Ich habe eine riesen Sammlung halt im Regal, konnte ich jetzt für den Cast, weil wir das sehr spontan aufgenommen haben, konnte ich jetzt nicht nehmen. Ich bin aber froh, dass ich die digital halt ablegen kann auf dieser SD-Karte, weil ich auch ein bisschen Schiss habe, die sind halt schon teuer. Also nicht alle Dreamcast, also ich glaube, es gibt ein paar Dreamcast-Spiele, die kosten 120 Euro, aber diese Preise sind jetzt mittlerweile so gestiegen, dass ich schon so ein bisschen Angst habe, eine CD da einzulegen und der Gedanke, dass die ganze Zeit da drin rotiert, so, ist für mich bei so einem 50 Euro. Du hast ja schon gesagt, es ist einfach nicht eine angenehme Spielerfahrung. Wenn es anders besser läuft, würde ich das eh anders spielen. Auch wenn das Gerät darauf ausgerichtet ist, aber wenn ich so ein 100-Euro-Game da reinlege, dann... Also Cannon Spike nehme ich nie wieder, das war das letzte Mal, dass ich Cannon Spike aus der Hülle geholt habe. Ihr wart dabei. Da müsst ihr Augen machen, wie teuer das ist. Also es ist teilweise wirklich so, dass die Preise bei einigen Spielen, Neppeltail zum Beispiel, ist auch nicht wahnsinnig, aber hab ich für 80 Euro importiert aus Dingen. Und das ist schon ein gewisser Wert und man ist dann einfach froh, dass man dann halt auch das Ganze auch von der SD-Karte spielen kann. Wenn wir es im Regal haben als Sammler und als Archivist irgendwie, aber irgendwie traue ich mich dann nicht. Es gibt aber so ein paar andere Sachen, wo ich dann denke, okay, ich bin eigentlich ganz froh, dass man davon... Oh, über eins, was das erste Spiel war, was hier in Europa dann rausgekommen ist, vom Sonic-Team haben wir gar nicht erwähnt, das muss man natürlich machen. Choo-Choo Rocket! Ja, das war das Ding, was dann schnell für 5 Euro auch irgendwo dahinter geworfen wurde, aber das ist ein richtig tolles Puzzlespiel. Ja, findest du? Ich bin da nie mit warm geworden. Doch, ich finde das schön. Es gibt übrigens davon eine Game Boy Advance-Version, die übrigens auch von Space Channel 5, aber die solltet ihr lieber nicht spielen, die Scheiße. Ich wollte nur sagen, Choo Choo Rocket ist ein Klassiker, ist nur nichts für mich. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben sehr gute, positive Erinnerungen. Das war ich gerade im Multiplayer, ist das richtig cool. Das lag, glaube ich, bei, ne? Deswegen war das auch so günstig. War das nicht ein Bundle-Game? Stimmt, irgendwo? In Europa kann es sein, dass es auf jeden Fall ein Bundle gab mit dem Online-Kram. Mit Online, also ich glaube mit einem Modem. Also mit dem ISDN-Adapter, von dem du da gesprochen hast, dem Broadband-Adapter oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Kann sein, dass es da auf jeden Fall dabei lag. Auf jeden Fall war es, ich glaube, du hast recht, und es war einfach bei der Konsole direkt mit dabei. Es war halt auch cool, weil du konntest es hat einen supergeilen, verrückten Vierspieler-Modus. Man scheucht halt die Mäuse durch so ein Labyrinth, Pac-Man-mäßig kann halt dann Pfeile auf den Boden machen. Und so hat jeder dann seine farbigen Pfeile und kann die Mäuse dann halt in verschiedene Richtungen bringen und in Fallen bringen und so. Und am Ende gewinnt der mit dem Highscore. Es ist einfach ein super Party-Game. Ja, das war super, super gut. So, eine letzte Empfehlung. So, wenn ihr sagt, okay, das kenne ich ja alles, ja, ist Quatsch, dann guckt mal, ob ihr Seaman kennt. Oh, Seaman mit dem Mikrofon. Natürlich, da hätten wir noch mehr. Die Stimme ist doch Leonard Nimoy. Ja! Ja. Spock. Die Stimme ist Spock. So, und Seaman ist der geilste Tamagotchi, den es gibt. Weil das ist ein Fisch in einem Tank, der das Menschen, so ein Menschengesicht hat. So. Und der ist super weird. Du kannst versuchen, Seaman was beizubringen und es kann sein, dass er dich am nächsten Tag beleidigt. Mhm. Und sagt, du bist, also, und es ist quasi Tamagotchi in weird. Und witzigerweise gibt es davon auch eine Fortsetzung für PlayStation 2. Die ist nicht mehr ganz so bekannt. Auch mit Leonard Nimoy? Nee,
Die ist, glaube ich, 2007 oder so rausgekommen, aber war auf jeden Fall, also es gibt auch eine Fortsetzung, aber das erste ist legendär, weil das war auch ein Bundle, weil du Bundle gesagt hast, ist mir das eingefallen. Da gab es ein Mikrofon mit dabei und das Bundle gab es auch bei Planet. Es gibt so eine Online-Lobby für Dreamcast, Planet Dream oder so, mir fällt der Name nicht ein. Ja, Planet Dream kann irgendwie sowas stimmen, so. Ja. Also wo man so ein bisschen wie bei PlayStation Home so sich treffen konnte online und da war auch das Mikrofon mit dabei. Und Seaman war das einzige Spiel, was das Mikrofon auch gebundelt hatte. Das war so ein Ding, das konntest du dir halt quasi in diesen WMU-Schacht reinstecken in deinen Controller und hast du so einen Noppel, der in Richtung dein Gesicht gehalten hat. Das sieht total bescheuert aus. Ist fantastisch. Und das war wirklich, also das zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht konform war. Also die ganzen anderen PlayStation und Xbox, die sind alle nachgezogen damit. Also die haben dann all diese Features dann natürlich auch gehabt, aber Sega hatte als erstes wirklich dann den Mut gehabt, diese Sachen rauszubringen. Genau. Die Dreamcast war eine unfassbar mutige, geile Konsole. Man muss sich das auch mal vorstellen. Die war ja eigentlich sechste Konsolengeneration, also mit PlayStation 2, GameCube, Xbox und Dreamcast ist meiner Meinung nach, oder ist, glaube ich, auch in der Geschichte so eingegangen, ist halt eine Generation. Und da war die Dreamcast halt die erste, die am Markt war. Technisch auf jeden Fall auf dem richtigen Level. Und aber halt als erste gescheitert, leider. Aber ja, super leider, mutig leider. In allen Ansätzen, alles quirky umgesetzt, den Entwicklern viel Freiheit gelassen. Und deswegen liebe ich bis heute die Dreamcast. Ja, auch eine meiner Lieblingskonsolen. Auch wenn ich ein bisschen später eingestiegen bin, aber ich habe diesen, Ja, ich vermisse dieses Sega-mäßige so ein bisschen. Also wenn immer ein Spiel was Sega-mäßiges macht, bin ich immer so, oh, das ist genau das. Also das habe ich bei Hi-Fi Rush zum Beispiel gespielt. Das fühlt sich für mich Sega-mäßig irgendwie an. Ja, da also, hast du vollkommen recht. Es ist natürlich auch der Cell-Shading-Look, weil man den mit Jet Set Radio so ein bisschen assoziiert, aber es ist so ein dieses unkomplizierter, wir wollen einfach nur Spaß haben. Ich habe es bei manchen anderen Spielen, bei Insomniac habe ich es bemerkt, als dieses Sunshine, wie heißt das nochmal, Arizona Sunshine? Nein, das ist das Zombie-Spiel. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive. Ja, sorry, das ist die Uhrzeit. Das liebe ich auch total. Also da habe ich sogar noch ein Artwork in einem anderen Raum irgendwie hängen, weil das hat für mich dieses Sega assoziiere ich halt immer mit diesem Gefühl, das man hat, wenn man Crazy Taxi zum ersten Mal einlegt und die ersten 2-3 Minuten spielt oder das erste Level von Sonic. Es ist einfach Gas geben, wir haben Spaß, es ist bunt, es ist unkompliziert, es ist eine sorgenfreie Welt, in der wir uns eintreten, es ist poppig und es transportiert irgendwie so einen Lebensstil, den man manchmal dann in aktuellen Sega-Spielen noch ein bisschen wiederfindet. Ich glaube, deswegen haben die Sega, die Sonic-Spiele zum Beispiel immer noch Erfolg bis heute, weil sie das manchmal noch rüberbringen. So. Also wenn sie nämlich weggehen von der Formel, zum Beispiel bei Frontiers, das fand ich gut, aber Sega-Fans sagen dann, ja, aber das ist mir zu melodramatisch, das ist mir zu viel, ich will das bunte Sega haben, so. Ich will dieses, und viele Leute waren jetzt sehr glücklich mit dem letzten Sonic-Spiel, das fand ich dann nicht so gut, aber das hatte diese bunte Aura und es war alles irgendwie, das ist das, was die Leute auch wieder wollen. Und gerade in Das ist aber eine Illusion, also so richtig wird es nicht eingefangen. Ich finde auch, die Sonic-Adventure-Teile sind eigentlich abseits der ersten 3-4 Stages dann überbewertet, weil hinten raus sind die alle kacke gewesen. Und der zweite Teil ist teilweise unspielbar. Ja. Also, da wären Erinnerungen an Sega 2006 wach. Und dabei habe ich sogar den berühmten Coin in der Sammleredition. Aber ich habe den Entschluss gefasst, zum 25. Geburtstag werde ich mir ein Daytona USA 2001 Coverart von der Dreamcast in Postergröße aufhängen. Das ist so wunderschön, wie die Hornet da um die Ecke slidet. Das werde ich der Dreamcast zum Geburtstag schenken. Wenn ihr ein bisschen Sega-Flair, generell auch Dreamcast-Flair ein bisschen einatmen wollt und ihr wollt das aber alles mit dem modernen Spiel verbinden, dann kann ich die Yakuza-Spiele halt empfehlen. Da gibt es nämlich immer eine Arcade, in die man reingehen kann. Da gibt es nämlich die meisten große Sega-Klassiker. Und jetzt gerade bei den letzten Like a Dragon Gaiden, das, was ich mit Pumpkin besprochen habe, da gibt es zum Beispiel Daytona USA 2 zum allerersten Mal als Heimport. Also es gibt es in der Community, also es gibt eine Community rund um die Arcade-Boards, die auch versucht, Schätze zum Laufen zu bringen, die lange als verschollen gelten. Jetzt also eine der größten Errungenschaften dieses Jahr, so als Randnotiz, ist das Castlevania Arcade Game. Kennst du das? Das ist im Prinzip ein Rail-Shooter, nur dass du eine Peitsche hast und die ganze Zeit mit der Peitsche die Gegner webwämst. Das muss mega geil gewesen sein in der Arcade. Und es gibt eine Community um solche Sachen. Also es ist eine ganz eigene Welt. Das
ist super faszinierend. Vielleicht müssen wir da mal einen Podcast drüber machen, weil das echt richtig geil ist. Und da gab es halt Daytona USA 2 zwar schon eine ganze Weile, aber nicht so offiziell eingebunden in irgendeinen offiziellen Release von Sega. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir das jetzt quasi in den Konzert. Also du gehst halt wirklich im Spiel Literary in eine Sega Arcade rein. Und das ist insofern auch nostalgisch, weil die gibt's in Tokio zum Beispiel gar nicht mehr. Die sind alle abgebaut. Also ich habe die noch einmal mitbekommen. Und quasi ein paar Monate später war ich dann nochmal in Japan, da waren die schon weg. Also die sind geschlossen worden, diese ganzen Sachen. Und insofern ist es dann nochmal doppelt nostalgisch, weil das Arcades gibt es zwar noch in Japan, aber nicht mehr in diesem Umfang. Also es ist nicht mehr finanziell nicht mehr so erfolgreich. Da fällt mir noch eins ein. Es gab natürlich auch Light Gun Shooter und auch House of the Dead. Auch für die Dreamcast. Mit einer richtig guten Light Gun. Gebt uns in den Kommentaren in der Episode gerne noch mehr Spiele, die wir vergessen haben. Ich glaube aber, wir sind zu 95% sehr gut durchgerattert hier und man hat die Liebe gespürt. Genau, ihr habt so ein bisschen jetzt bemerkt, was für eine Liebe und wie viel Energie wir dafür haben. Jetzt ist das vielleicht ein guter Kickoff für die Kommentare, oder? Ich würde fast sagen, ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Leute, die mit der Dreamcast irgendeine Verbindung haben oder das vielleicht, mich würde aber auch die Meinung von Leuten interessieren, die vielleicht jünger sind als wir. Und von der Dreamcast vielleicht erst dann später gehört haben, also wie das auf euch wirkt. Ist das für euch cheesy oder trashig vielleicht irgendwie? Oder genau, kommen wir euch vor wie so absolute Schwurbler? Ja, kann auch sein. Also das ist, ne, wie nimmt eine andere Generation das wahr? Also für mich war das halt Schulzeit und so. Und natürlich habe ich damit auch die Assoziation mit der ganzen Ära drumherum und mit den heißen Sommermonaten, wo die Dreamcast dann auch präsentiert wurde und so. Das sind halt so Sachen, das ist in meiner Erinnerung irgendwie so drin, aber es kann ja sein, dass andere Leute, die das jetzt erst später, die sehen das vielleicht anders. Und das würde mich auch interessieren. Also Meinung von Leuten, die das vielleicht gar nicht so kennen und die jünger sind oder das erst viel später kennengelernt haben, die gar keine Verbindung haben. Also wie wirkt diese Sega-Aura, die wir beschrieben haben, wie wirkt das auf euch? Ist das auch was Besonderes? Also ist das für euch auch komisch, sehr auf seltsame Weise auch nostalgisch, obwohl ihr das selber nicht erlebt habt? So wie wir zum Beispiel einige Sachen aus den 70ern oder 80ern so empfinden, wo wir wissen, dass es wo wir das selber gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und vielleicht, das würde mich echt total interessieren. Und natürlich sind alle Leute eingeladen, die auch Erinnerungen an die Dreamcast haben. Lasst uns das in den Kommentaren ein bisschen feiern. Das wäre sehr schön, wenn wir da nochmal ein paar Erinnerungen aufnehmen lassen. Und auch gute Tipps. Also ich muss sagen, ich habe die letzten Monate nicht so genau geguckt, was an neuen Releases da ist. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, den wir irgendwie genannt haben. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war Intrepid Izzy und das war letztes Jahr, glaube ich. Vielleicht ist in der Zwischenzeit in den Indies noch mehr rausgekommen. Du hast noch Pure Solar da in der Hand. Das sehe ich doch am Cover. Ist das Pure Solar? Nein, es ist nicht Pure Solar. Ja, das kenne ich gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Climax Landers klingt ein bisschen wie... Klingt gut. So, ich werde mich jetzt mit dem Climax beschäftigen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ja, Tschüssikowski. Tschüssikowski. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.